Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Livestream am 2.2.22. Yay! Hi David. Hi Golo. Ich bin ja mir ja todsicher, dass heute so ein Tag ist, genauso wie der 20. Februar und der 22. Februar, wo ganz viele Leute heiraten werden. Oh ja. Insofern ist schön, dass ihr alle da seid, dass ihr nicht heiratet, vielleicht schon verheiratet seid oder es noch tun werdet. Aber dass ihr es zumindest nicht heute tut, sondern dass ihr bei uns seid. Herzlich willkommen. Ich freue mich gerade wie ein Schneekönig, weil ich habe es geschafft, den David, also man muss dazu sagen, wir fangen immer so, also der Livestream startet ja so um 18 Uhr, man sieht seinen Blick an, du weißt nicht, was jetzt kommt. Nee, ich weiß überhaupt nicht, was kommt. Und wir treffen uns in der Regel so eine halbe Stunde bis Stunde vorher, um schon mal vorzubesprechen, was wir heute machen wollen. Und ich habe es geschafft, mich heute so lange zuzuquasseln mit Krimskrams, diversem, was halt sonst so passiert ist, dass wir nicht wirklich drüber gesprochen haben, was wir heute machen werden. Und stimmt. Da du auch mich nicht gefragt hast, also doch, du hast mich eben dann irgendwie 2 Minuten vorher gefragt, was wir denn heute machen. Und wir könnten ja mal, und das ich nehme an, das war jetzt wirklich Zufall, du hast nicht geguckt, wie der Stream auf YouTube heißt oder so, ne? Nee, oh Gott. Oh. Weil David sagte gerade nämlich noch zu mir, wir könnten ja mal so einen Clickbait-Titel nehmen, sowas wie Visual Studio Code und Atom, irgendwie sowas. Und genau das ist ja der. Also super, dass du es noch nicht gesehen hast. Ich bin überrascht. Ja, ich habe nämlich das gemacht, was eigentlich längst überfällig war. Ich habe mir nämlich Atom installiert. Das wäre eine Neuerung. Ja, nee, ich habe Visual Studio Code installiert. Okay. Und ich habe Visual Studio Code schon aufgemacht. Und als du dann eben noch gefragt hast, so, ja, können ja noch heute auch mal wechseln und so, wo ich dann meinte, ja, können wir mal gucken. Nee, wir werden heute nicht wechseln. Ich will nämlich heute Visual Studio Code lernen. Hoi. Und mich von dir überzeugen lassen, dass das tatsächlich die bessere IDE ist als mein. Das habe ich ja nie behauptet. We'll see. Okay. Und nein, es wird auf jeden Fall ein spannendes Experiment. Und man muss für all die, weil es sind ein paar neue Namen im Chat dabei, für alle, die das erste Mal mit dabei sind, muss man vielleicht dazu sagen, wir entwickeln seit etlichen Monaten ein gemeinsames Projekt, wo man elektronische Musik mit Node und mit TypeScript programmiert, im Grunde genommen. Mhm. Und da kabbeln wir uns immer so ein bisschen, aber das ist halt also nettes, freundliches Kabbeln quasi, weil David arbeitet mit Visual Studio Code und ich arbeite mit Atom und wir haben da halt beide so unsere Favoriten sozusagen. Und das ist immer so, wenn Atom ist halt, du hast ein paar mehr Dinge, die du vielleicht von Hand machen musst als bei Visual Studio Code. Visual Studio Code, die Assistenten sind manchmal nicht ganz so clever, wie man es gerne hätte. Und das ist dann, je nachdem, wer gerade am Programmieren ist, wenn ich es halt mache, dann kriege ich oft genug gesagt von David, ja, also mit Visual Studio Code wäre das jetzt, müsstest du es jetzt nicht 20 Mal von Hand ändern. Und umgekehrt ist es dann halt, wenn er was macht, dass ich dann halt sage, ja, mit Atom hättest du das Problem jetzt, also da oben ist was schiefgegangen, das wäre jetzt mit Atom nicht passiert. Und von daher, ich habe mir gedacht, weil ich von Visual Studio Code tatsächlich überhaupt keine Ahnung habe, also man kennt seinen Editor ja nach einer Weile doch ziemlich gut. So, was sind die Tastenkombinationen? Wie verhält sich der Editor in gewissen Situationen? Da habe ich überhaupt kein Gefühl für Visual Studio Code. Und das möchte ich heute gerne ändern. Also das heißt, wir werden schon an unserem Projekt weiterarbeiten. Für alle, die sich darauf gefreut haben. Aber, schauen wir mal, wir müssen ja Visual Studio Code erstmal konfigurieren. Also das dauert dann erstmal die ersten 2 Stunden. Gucken wir mal, ob wir heute zum Code. Nein, so lange wird es nicht dauern. Ich zeig dir dann das nächste Mal, wie du Atom konfigurierst und dann können wir nach 10 Minuten loslegen. Sehr gerne. ich bleibe gespannt. Und es war so klar, im Chat, also Christian hat gerade geschrieben, Golo macht Visual Studio Code. It was said you would destroy the Sith, not join them. Und natürlich kommt direkt, WebStorm ist das einzig Wahre. Ne? Also sowieso. Genauso wie VI und Emacs und IntelliJ und Eclipse und überhaupt. Und also von daher, wir wollen gar nicht drauf hinaus, dass wir jetzt am Ende sagen, irgendwie Visual Studio Code ist die IDE schlechthin oder Atom ist viel besser. Am Ende des Tages, finde ich, gibt es da an der Stelle kein richtig und kein falsch. Das hängt immer so ein bisschen von den persönlichen Präferenzen ab. Und es gibt halt eine IDE und ein Editor, der halt besser zu dir passt oder halt nicht. Ja, und von daher, also nicht zu ernst nehmen das Ganze. Das wird jetzt kein bitterböser Showdown bis aufs Blut oder so.
Ansonsten, das ist üblich. Du hast doch nur Angst, dass Atom verliert. Nein. Das ist üblich. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne jederzeit in den Live-Chat. Da freuen wir uns drüber und wir versuchen, die en passant aufzugreifen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, legen wir einfach direkt los. Und um vielleicht direkt, ach guck mal, Dan schreibt gerade, ihr trefft genau meinen Nerv. Bin gerade hin und her gerissen und will mich in Visual Studio Code einarbeiten. Sind wir ja schon zu zweit. Perfekt. Guten Tag. Perfekt. Jo, ich teile schon mal meinen Screen. Ja. Kann dann aber auch direkt schon mal sagen, was ich schon gemacht habe. Mhm. Ich wollte ursprünglich tatsächlich Visual Studio Code einfach nur installieren und noch nicht mal geöffnet haben. Ja. Mir ist dann aber so in den Sinn gekommen, dass es vielleicht ein bisschen doof ist, weil man dann gar nicht sieht, so am Anfang, dann gibt es ja noch kein Fenster, was ich teilen kann. Insofern, ich habe es mal gestartet. Ich habe diese ganzen relativ nervigen Willkommensdialoge weggeklickt. Und also, das ist bei Atom auch nicht anders. Ich habe mir eingerichtet schon, dass wenn ich auf der Kommandozeile Code eingebe, dass dann Visual Studio Code startet. Mhm. Das ist übrigens was ich direkt ein bisschen doof fand, weil bei Atom gibt es Menüpunkte dafür. Halt irgendwie Install Shell Scripts. Bei Visual Studio Code, ich habe es nicht gefunden. Musste ich googeln, habe dann halt den Shortcut für die Command-Palette gefunden und dann halt den Befehl für die Shell. Vielleicht gibt es auch einen besseren Weg, ich habe nur keinen gefunden. Und ein bisschen seltsam war auch, dass das ganze Ding in Deutsch gestartet ist und dann die Frage kam, ob ich das deutsche Sprachpaket runterladen will. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann hat es irgendwas gemacht und neu gestartet und dann kam es wieder auf, also, okay, aber egal, das sind die ersten 30 Sekunden. Das ist ja nicht das, womit man langfristig zu tun hat. Und mehr als das habe ich noch nicht gemacht. Also es ist kein Plugin installiert, ich habe keine Tastenkombinationen angepasst, es sind keine Settings angepasst, gar nichts. Ich habe ein Farbschema ausgewählt, halt das Dunkle, wie man sieht. Und jo, das ist also der Stand der Dinge sozusagen. Und okay. Ich würde sagen, dass wir so einfach so ganz normal halt anfangen, an unserem Projekt sozusagen zu arbeiten. Und dabei werde ich ja en passant auf verschiedene Dinge draufstoßen, wo ich mich dann frage, wie geht denn das jetzt? Muss das denn so sein? Muss das so sein? Oder wie, ich würde das in Atom so und so machen. Mhm. Wie geht das in Visual Studio Code? Mhm. Und dann werde ich dich da einfach fragen. Und genau, direkt die erste Frage ist, das ist das Einzige, was ich eben noch ausprobiert habe. Ich würde das Ganze gerne ein Ticken größer machen. Also ich habe eben mal die README aufgemacht. Ja, und ich finde, die Schrift ist relativ klein jetzt. Das sieht man auch im Stream. Ja, es ist schon, naja, und ich kenne halt von Atom, dass ich Command plus Command minus drücken kann zum Zoomen. Das funktioniert hier auch. Ja. Aber in Atom wird halt nur die Datei, also die README sozusagen gezoomt, aber nicht die ganze UI. Wenn ich hier zoome, dann wird ja alles größer, inklusive den Icons und der Statusleiste, und das möchte ich nicht. Wie kann ich denn den rechten Teil größer kriegen, ohne die Sidebar größer zu kriegen und ohne dass die Statusleiste größer wird? Keine Ahnung. Jetzt cool. Muss man dazu sagen, ja, nee, das Problem ist, und damit möchte ich jetzt direkt mal einsteigen, weil sonst heißt ja immer, hey, du hast ja überhaupt keine Ahnung von Visual Studio Code. Ich habe ja mittlerweile dann doch das ein oder andere Plugin da installiert. Und gerade für die Keyboard-Shortcuts beispielsweise habe ich ja Nvim verknüpft und das Nvim-Plugin, und ich nutze im Wesentlichen ja Vim im Visual Studio Code als mein Editor-Geraffel. Und ich habe so ein tolles Plugin, das sich WitchKey installiert, mit dem ich so verschiedene Editor-Befehle über so eine Emacs-Syntax-mäßig Sache steuern kann. Und da gibt es halt eine Tastenkombination, mit der ich nur die Font-Size vergrößern kann. Deswegen weiß ich nicht, wie das bei Visual Studio Code nativ funktioniert. Vielleicht also man könnte auch Control einfach sagen, plus Komma hat gerade jemand geschrieben. Man könnte auch einfach sagen, du hast einfach überhaupt keine Ahnung von Visual Studio Code. Ja, man könnte auch sagen, ich habe wirklich keine Ahnung von Visual Studio Code. Okay, also das danke für die Tipps. Ich probiere das mal aus. Control Komma. Passiert bei mir aber auch nichts. Da passiert bei mir nichts. Das könnte allerdings daran liegen, dass ich auf dem Mac bin. Dass das an der Stelle vielleicht sowas wie Command, es ist Command, Komma. Das ist ganz häufig so, wenn du von Windows kommst und dann auf Mac irgendeine Tastenkombination suchst, ist es halt nicht Steuerung, bla, sondern es ist Command, bla. Ja. Du hast es? Ja, mehr oder weniger. Drück mal, das ist das Schöne, ich weiß nicht, gibt es bei Atom auch diesen Editor-Mode, drück mal Command-Shift-P.
Ja, das gibt es bei Atom auch. Ach shit, jetzt ist das natürlich auf Deutsch bei dir. Nee, lass das mit dem Befehl und dann mach mal Font, gib mal Font ein. Editor-Schrift vergrößern. Das ist auch, glaube ich, das, was eben Hugo geschrieben hatte, in den Settings nach Zoom suchen. Ich hätte jetzt nur nicht gewusst, wie ich in die Settings, also wie gesagt, ich habe überhaupt keinen Plan, aber er hat, also okay, dann probieren wir das mal aus. Ah, das sieht doch, okay. Das musst du halt jetzt mal machen. Da könntest du jetzt halt einen Keyboard-Shortcut für anlegen, wenn du das häufiger brauchst. Ja, okay. Das, was ich aber schon mal gut finde, ist, dass der zuletzt verwendete Befehl oben bleibt. Mhm. Okay, also ich denke, kann man das jetzt gut lesen? So im Stream? Also das wäre vielleicht noch kurz eine spannende Frage. Also ich gehe mal in irgendeine Code-Datei. Weil der Witz an der ganzen Sache ist ja, dass man das Ganze nachher vernünftig lesen kann. Ist das groß genug? Und interessant ist, Sascha hatte gerade noch geschrieben, wenn ich raten müsste, Setting Text Editor Font Size. Also Setting scheint ja Command Komma zu sein. Hier die Font Size hat sich aber nicht geändert tatsächlich, sondern das ist dann wirklich ein Zoom und die Font Size ist nochmal was anderes. Mhm. Okay. Also Christian schreibt gerade auf 27 Zoll im YouTube Cinema Mode, ja, okay, dass man es da gut lesen kann, ist klar. Und ja, okay, also ja, Feedback ist, man kann es gut lesen. Wunderbar. Mhm. Gut, dann habe ich direkt die zweite Frage. Das ist nämlich, ich habe mir irgendwann vor Jahren, das ist wirklich schon lange her, habe ich mir Visual Studio Code schon mal angeschaut. Und es gab eine Sache, die mich mega genervt hat. Und zwar diese Baumstruktur hier links. Die ist so unglaublich narrow. Also ich finde es sehr schwer, gerade wenn du so 7, 8 Ebenen offen hast, zu sehen, in der wievielten Ebene du bist. So, und ich hätte das gerne einfach ein bisschen horizontal, ein bisschen weiter auseinandergezogen. Gibt es da was? Ja, da gibt es ein Setting. Das habe ich erst die Woche in Twitter drüber gelesen und habe natürlich prompt den Namen wieder vergessen. Aber es geht auf jeden Fall. Tab Size ist es, glaube ich, ist es die Editor Tab Size? Nee, ich glaube, die Tabs heißt es generell. Ich prüfe das gerade mal oder versuche es mal schnell. Mhm. Also vielleicht mal ganz grundsätzlich, wenn du in deine Settings kommst. Ich würde ja das nie über die Clicky-Bunti-Settings machen, weil drück mal Command-Shift-P. Ja. Jetzt ist halt wieder Deutsch. Tipp mal Settings ein. Können wir das auf Englisch umstellen? Ja, werden wir aber nicht. Okay. Und dann in die Open Preference Open Settings JSON, die fünfte Einstellung. Hier, ja, genau. Okay. Und da kannst du jetzt mit Autocompletion letztendlich einen neuen Eintrag hinzufügen. Tree Indent war das, genau, danke. Tree Indent. Mach einen neuen Eintrag. Du brauchst dann nicht mal Ding, genau, und jetzt such einfach nach Tree Indent, das ist eine Fuzzy Search. Indent, und dann solltest Workbench G, kannst Tree Enter drücken. Mhm, jo. Und jetzt das halt entsprechend vergrößern. 20 beispielsweise. Das ist witzig, weil bei mir ist. Das ist ja schön, das passiert live. Okay, das ist cool. Ja. Er hat 20. Ja, dann nehmen wir doch mal 20. Okay, dann weiß ich ja, wie ich es im Zweifelsfall noch fein justieren kann. Aber das gefällt mir auf jeden Fall schon mal direkt besser. Das ist auf jeden Fall schon mal cool. Gut, jetzt kommen natürlich meine persönlichen spezifischen Besonderheiten sozusagen zum Tragen. Ich bin so ein totaler, ich will Dinge alphabetisch sortiert haben, Freak. Ja. Fan. Und von daher, ich schiebe das mal kurz da hoch. Okay. Könntest du auch alles markieren? Ja. Command-Shift-P. Sort. Und dann Sort. Zeilen aufsteigend sortieren. Cool. Dann macht er dir das. Mhm. Okay. Dann letzte Frage, und ich glaube, dann habe ich erstmal so das, was mir jetzt so auf den allerersten Blick direkt auffällt. Also spannend ist natürlich jetzt auch erstmal gerade, was ist denn das hier? Erweiterungen, Ausführen und Debuggen, Quellcode-Verwaltung, Suchen, Explorer. Also ich habe, unten gibt es da noch Profil, Konten und Verwalten, was ist denn Verwalten? Diverser Krimskrams. Das sind die Einstellungen. Okay, und da gibt es dann Farbdesign. Ja, okay. Okay, passt. Also, wie gesagt, wird mir sicherlich das ein oder andere. Doch, eine Sache habe ich noch. Und zwar, der umrandet ja hier die aktuell verwendete Zeile so ganz leicht oben und unten so dezent mit so einer Linie. Kann man das ein bisschen mit einer Hintergrundfarbe, so dass das so ein bisschen grau hinterlegt ist oder so? Ja. Und zwar, das ist die
Nee, falsche Tasten. Achso, doch, Moment. Das ist dann hier. Settings. Das ist ja nicht in den Fonts, genau. Oh Gott, guck mal. Das müsste ja irgendwas mit Background sein, so. Nö. Ist das die Statusbar Background? Current Show, Current in Status Editor, Current Surrounding. Current Cursor Surrounding Line Style. Ich glaube, das ist halt Teil des Themes. Ach so, das kann natürlich sein, ja. Blöde Frage, wie komme ich denn. Nee, warte. Theme? Nee. Das wäre jetzt zu einfach gewesen. Wie komme ich denn in die Theme-Auswahl? Entweder auch über die Einstellungen und dann halt im. Also entweder du gehst zurück in die Settings, wo du gerade warst, da haben wir das Setting für das Theme auch gehabt, da hast du dann auch die Auswahl, also wenn du Command-Shift-P und wieder Settings eingibst. Und dann da beim Workbench Color Theme. Da könntest du jetzt einfach das löschen und kriegst dann auch halt das ausgewählt. Nein. Was es alles so gibt. Okay, das ist natürlich, das ist okay, das ist nett, ja. Dann nimmst du Solarize Dark, weil es das einzig wahre ist. Und dann drückst du Speichern. Boah, nee, das geht gar nicht, sorry. Mit diesem bläulichen. Nee, okay, das muss ich aber nicht unbedingt jetzt machen. Das wäre. Jetzt sieht es aus wie meins. Das hatte ich ja gerade. Ja. Stimmt. Nee, aber was ich gerne hätte. Aber jetzt siehst du auch, dass sich quasi die Line-Hervorhebung verändert hat. Stimmt, ja. Okay, nee, also wie gesagt, das müssen wir jetzt nicht jetzt machen. Es gibt wahrscheinlich irgendwo ein Online-Dingsbums. Mhm. Ja, genau. Hier, es wurde gerade geschrieben, Atom Dark Pro is one and only. Und genau das möchte ich nämlich haben, das Atom Dark. Ja, dann geh doch in die Erweiterungen und schau mal, ob es das Theme nicht zu installieren gibt. Okay, Atom das Dark heißt, Pro. Ich gehe in die, ist das dann, okay, Farbdesign ist ein bisschen seltsam? Nee, du gehst einfach links in die Erweiterungen, in dieses Baukästchenfeld und da suchst du mal nach Atom. Atom One Dark. Ja, perfekt. Okay, installieren. Das ist es, ja. Das ist das, was ich im Atom verwende. Ja, genau. Und dann Atom One Dark bitte verwenden. Und dann auf Farbdesign festlegen, kannst du hier direkt klicken, dann wird dir das, glaube ich. Na, schauen wir mal. Das schaut doch schon so aus, oder? Ja, das sieht. Ah, sehr gut. Okay. Ja, sehr cool. Ein kleiner Hinweis an, oh Gott, S3R4303. Der Livestream hinkt so 10 Sekunden hinterher. Das heißt, in dem Moment, wo du hier schreibst, darunter und so weiter, sind wir wahrscheinlich schon 10 Sekunden weiter. Also nicht wundern, warum wir auf deine Tipps nicht eingehen. Danke, dass du sie reinschreibst, aber meistens ist dann so der zeitliche Versatz, dass wir da dann nicht hinterherkommen. Ja, das ist einfach technisch bedingt durch Streaming, weil das über so ein paar Plattformen läuft, bis das mal auf YouTube ausgespielt wird und da ist einfach ein gewisser Versatz drin. Ja, ist ein bisschen Mühe, die du dir sparen kannst an der Stelle. Okay, das, was mir sehr positiv gerade auffällt, ist das Scrolling, das ist sehr schön smooth. Ja. Okay, und was ich definitiv weghaben will, ist diese komische Minimap rechts. Ja, die kannst du auch in den Settings. Tada. Also ich merke schon, die wichtigste Tastenkombination ist Shift-Command-P. Ja, das ist halt dein Access zum gesamten Toolkit. Also alles, was du, also du kannst, im Prinzip kannst du halt einen Keyboard-Shortcut vergeben für alles oder für die, das ist wunderbar für die Sachen, die du nicht so häufig brauchst, um sie halt per Ding zu suchen. Hast du es in die Settings eingetragen? Weil das ist wichtig, wenn du es nämlich sonst nur deaktivierst, ist es beim nächsten Mal wieder da. Ach so. Also Command-Shift-P, Settings, lass doch das Settings einfach mal die ganze Zeit offen. Ah ja, er hat's gespeichert, passt. Gibt es eine Einstellung, mit der man ihm beibringen kann, dass er die Settings direkt alphabetisch sortieren soll? Falls ja, sagt mir bitte Bescheid, die hätte ich auch gerne. Ich bin auch regelmäßig am Sortieren. Sort? Vor allem jetzt kannst du es gerade noch alphabetisch sortieren, aber sobald du mal so eingerückte Configs hast, die es halt nun mal auch gibt, wird es schwierig. Okay. Okay, das ist vielleicht doof so zu suchen. Settings Sort, irgendwie sowas? Nee, sieht nicht so aus. Nicht auf Anhieb. Vielleicht auf generell so, aber ja. Weiß ich nicht.
Okay, ja, also passt auf jeden Fall erstmal. So, das ist schon, sieht schon deutlich sympathischer und vertrauter aus. Okay. Gut, du erinnerst dich, als wir das letzte Mal programmiert haben, dass ich keinen Linter mehr hatte, weil irgendwie die ESLint-Konfiguration ein zu neues Node brauchte, was in Atom irgendwie nicht gepasst hat. Jetzt wäre natürlich spannend, wie das hier ist mit dem Linter. Also wenn ich jetzt hier ein Semikolon, dann ist erstmal gar nichts. Dann musst du erstmal in die Plugins und musst dir das ESLint-Plugin installieren. Plugin ist das hier, ne? Dann, also, genau, ja, das sind immer die Plugins. Da suchst du dann ESLint. Lint? Das hier vermutlich, ne? Es ist wird installiert. Okay. Und dann tüdelüdelü. Genau, ja, okay, das ist ziemlich viel Doku und dann. Ja, weil es einen Haufen gibt. Aber es müsste jetzt schon klappen. Ja. Stimmt. Okay. Okay, also jetzt gerade nochmal. Es kam gerade im Chat, kam die Frage von Hugo, vielleicht weiß David das. Wie macht man Evaluate an Expression, also Code während einem Breakpoint ausführen? Das habe ich schon gesucht. Kannst du es aus dem Stegreif beantworten? Weil ansonsten würde ich die Frage auf später verschieben, wenn wir da vielleicht selber als Problem hinkommen. Du musst halt eine Debugger-Setting einrichten, mit je nachdem, wo es halt läuft. Wenn es im Browser ist, ist es ein bisschen schwieriger, beziehungsweise geht mittlerweile auch. Ansonsten musst du es halt über Visual Studio Code starten und dann kannst du Breakpoints setzen und dort halt, ja. Aber jetzt Code ausführen, den du gerade im Cursor hast, geht nur auch nur mit Plugins. Ja, okay. Frank hat gerade noch geschrieben, bedeutet das, dass du die Voransicht rechts weg haben möchtest, also diese Minimap, dass du mehrere kleine Klassen und Funktionssammlungen wenigen großen vorziehst? Ja, definitiv. Also in dem Moment, wo eine Datei über mehrere Bildschirmseiten geht, halte ich das in der Regel, Betonung auf in der Regel, also es gibt immer Ausnahmen, halte ich das prinzipiell für eine schlechte Idee. Also ich habe lieber viele kleine Bausteine, die ich für sich genommen überblicken kann, als wenige große, wo ich unendlich scrollen muss und dann auf Tools angewiesen bin, um hin und her zu springen. Ist aber auch am Ende des Tages vielleicht zu einem gewissen Grad zumindest persönliche Präferenz. Andish Design hat gerade noch geschrieben, das Praktischste ist, dass du die Settings auch via GitHub synken kannst. Ich habe mich vorhin, also das tatsächlich, das habe ich vergessen zu erwähnen, das habe ich auch gemacht. Ich habe mich mit meinem Office 365-Account angemeldet, damit dieser Sync im Hintergrund funktioniert. Und Tobi Let's MC hat geschrieben, habe gerade mal geschaut, gibt anscheinend ein Plugin JSON Objects, beziehungsweise Sort JSON Objects. Und das könnte man sehen. Ich bin nicht falsch verstehen, wenn ich jetzt nicht jedes Plugin installiere, was ihr vorschlagt. Ich bin mega dankbar gerade schon. Ich finde das total cool, wie viel jetzt schon gerade so über den Chat an Hilfe und Unterstützung kommt. Das finde ich mega toll. Ich habe nur die Erfahrung gemacht in meinem Leben, dass man sich eine IDE ganz schnell zu voll klatscht mit viel zu vielen Plugins. Und von daher bin ich so ein bisschen zurückhaltend, erstmal quasi nur die wichtigsten Sachen zu machen. Aber es ist ja auch im Chat sozusagen konserviert. Und genau. Was mir jetzt gerade auffällt, hier, das While True wird ja hier bemängelt, nämlich Unexpected Constant Condition, ESLint No Constant Condition. Ah, ja, das ist richtig, weil da haben wir auch tatsächlich hier No Constant Condition. Das war uns dann nicht aufgefallen, weil das wohl anscheinend beim letzten Mal, weil wir es halt nicht inline hatten. Genau. Und okay. Dann denke ich, können wir eigentlich mal, also das hier ignoriere ich mal gerade, weil da ja eh noch ein TS Expect Error und das war ja mit dem Stop, das war ja eh was wir ändern wollten. Das heißt, dann gehen wir jetzt mal in das Create Player, wo unsere To-Dos liegen. Und was haben wir hier für ein Problem? If not bar unnecessary conditional value is always falsy. Ach so, das ist wieder das Problem, weil wir hier oben haben wir ein Array von Bars und das ist diese etwas dämliche Logik von TypeScript, dass wenn du über einen Index aus einem Array was rausholst, TypeScript davon ausgeht, dass es immer einen Treffer gibt, obwohl es ja theoretisch auch undefined sein kann, weil nicht jedes Array hat ja an jeder x-beliebigen Position immer einen Eintrag
Und deswegen geht TypeScript jetzt davon aus, dass das hier in jedem Fall vom Typ bar ist. Es müsste aber eigentlich bar oder undefined sein. Mhm. Deswegen ist der Check hier durchaus richtig, aber das wird halt hier vom Linter sozusagen missinterpretiert an der Stelle. Das ist aber auch was, was ich vielleicht für den Augenblick, weil es ja nur ein Linter-Fehler ist, mal ignorieren würde. Weil das was ist, was wir vielleicht, wenn wir das Ganze hier umbauen, was wir ja noch machen wollen, wo wir dann sozusagen hinkommen. Dass sich dieses Konstrukt ohnehin in Wohlgefallen auflöst. Wo war da trotzdem noch mal kurz drüber? Ja. Genau, klick mal rein dort. Wo jetzt? Da in die Bar, also da. Nein, in den. Bring den Cursor in Zeile 42 über das Bar. Computer, so, bringe den Cursor, ja. Guck mal, übrigens, ich möchte mal auf eine Sache hinweisen. Du hast ja diese relative Zeilennummerierung. Ja. Ne? Wie praktisch, wenn man sagen kann, mach mal den Cursor in Zeile 42, während jemand anderes hier irgendwie am Tippen ist, ne? Dass man nicht immer sagen muss, nein, 10 Zeilen, nein, 12, nein, 15 Zeilen weiter und nein, mach den Cursor nochmal 3, jetzt 17. Also ja, so für das ist super für Pairing, praktisch für Pair-Programming. Ja. Also absolute Zeilennummern ist was, worauf ich nie im Leben verzichten wollen würde. Was ich immer vermisse, ist, dass es beides gibt, gleichzeitig. Ja, das vermisse ich auch. Das vermisse ich tatsächlich auch. Das wäre das Allerbeste. Und das, wie gesagt, das mit den relativen Nummern macht Sinn, sobald du Vim einsetzt. So, jetzt drück mal Command Punkt. Command Punkt. Geh da noch mal rein. Ist er dir jetzt in den Ding rübergesprungen? Nee. Eigentlich müsstest du über schnelle Problembehebung machen. Nochmal Command-Punkt. Ah, spannend. Was hätte denn jetzt nicht? Also hier gibt es schnelle. Ja, eigentlich sollte diese schnelle Problembehebung aufpoppen, wo du dann sagen kannst, ja, klick da mal drauf. Ach so, da steht ja auch Command. Okay. Ja, das ist die schnelle Problembehebung. An der Stelle. Das ist komisch. Was hättest du denn jetzt erwartet, was passieren soll? Ja, dass du ein Ding kriegst, wo du sagen kannst, füg mir hier ein ESLint-Ignore-Kommentar oben drüber für genau diese Regel. Weil du schreibst ja immer von Hand und da werde ich ja mal wahnsinnig. Weil ich denke, wie kann man sich das merken, wie das ausschaut? Und so, aber das ist doch genau das hier. Disable bla 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 for this line. Ach so, das sieht man nicht im Livestream. Ach so, oh, ja, okay, sorry. Stimmt, Kontextmenüs, weil die in einem neuen Fenster aufgehen technisch, ja, sieht man nicht im Stream. Okay. Ja, dann, klar, dann passt es. Ich dachte die ganze Zeit, du springst links in den, weil irgendwie immer wieder links der File Explorer gehighlightet war. Verstehe. Dachte ich, da springst du hin und dachte, hä, das kann ja gar nicht sein. Ah, okay. Ja, verstehe. Ja, okay, nee, dann hat sich's geklärt. Sehr schön finde ich übrigens, Christian hat gerade gemeint, nächster Stream, Golo und David schreiben ein Visual Studio Code beziehungsweise Atom Plugin für relative Zeilennummern. Das habe ich mir echt schon überlegt. Das Plugin für relative Zeilennummern gibt's beziehungsweise das Setting, aber es gibt nicht ein Setting für beides. Zumindest. Vielleicht gibt es das ja mittlerweile, aber es gab es lange Zeit nicht. Ja. Es tut mir leid, wenn ich dann immer so zögere, bevor ich was vorlese. Ich überlege dann immer, wie der Name ausgesprochen wird, weil man es ja nicht falsch aussprechen will. Es ist aber manchmal schwierig. Ich nehme an, rüegger.me hat gerade geschrieben, vielleicht geht der Shortcut noch nicht, da Visual Studio Code nach ESLint-Installation nicht neu gestartet wurde. Hat sich erledigt, Delay, also ja, hat sich erledigt. Trotzdem hätte ich eine Frage. Okay, bevor du was sagst, David, lass mich raten. Ich habe bei dir und auch bei anderen schon öfters gesehen, dass so zwischendrin man durchaus Visual Studio Code mal neu starten muss, aber dass ihr nicht wirklich mit Command Q rausgeht und das Programm neu startet, sondern dass es so ein Inline-Restart quasi ist. Das so, ne? Wenn ich das jetzt mal bräuchte, dann würde ich wahrscheinlich Command-Shift-P Restart. Oder auch nicht. Ja, okay. Reload. Reload Window. Reload Window, okay. Ach so, und das ist dann einfach auch Command R, also wie ein Reload im Browser quasi. Genau, das ist ja alles Electron. Und mal abgesehen davon, dass Command R nicht funktioniert. Reload. Bei mir auch nicht. Reload. Naja, gut. Oh. Ah, den Zoom hat er aber nicht beibehalten, den ich vorhin eingestellt hatte. Ist auch schön, dass man das direkt mal sieht, dass es nicht geklappt hat. Das heißt, dann müsste es ja hier mit diesem Zahnrad vielleicht. Nee, damit kann ich diesen Befehl konfigurieren. Ja, da kannst du den Keyboard-Shortcut.
anlegen. Wenn ich das jetzt in die Settings reinhaben will. Also okay, dann gucken wir hier nochmal nach Zoom, Window Zoom Level. Vielleicht ist es ja das. Nee, das ist das gesamte Zoom Level. Ich glaube, da war gerade entweder noch ein Font Zoom Level, sonst müsstest du halt die Font Size tatsächlich anpassen. Ne, dann gibt es noch Editor Mouse Wheel. Okay, dann nehmen wir doch die Font Size. Das müsste ja eigentlich auf selbe rauskommen. Ja, okay, das ist ein bisschen krass. Viel. Hm. Also, es ist auch nicht, dass ich jetzt so blind bin, dass ich irgendwie da jetzt hier eine Schriftgröße von 40 Punkten bräuchte. So weit bin ich vom Monitor auch nicht weg. Der Punkt ist eher, das ist halt für Demos jetzt zum Beispiel, wie halt jetzt hier in so einem Stream oder gut, Konferenzen, Meetups sind gerade eher nicht so relevant, aber dass das, dass es dafür halt natürlich extrem praktisch ist und wenn du das halt ein bisschen größer hast. Aber gut, dann weiß ich ja, wo ich das finde. Zoom-Level brauche ich nicht. Ach so. Das war schon größer, deswegen. Das ist natürlich, okay, das ist, okay. Ja, okay, verstehe. Dann probieren wir hier mal 32. Okay, das war ein bisschen viel des Guten. 24. Mhm. 20. 22. 24. Ja, 24 scheint ganz gut zu passen. Ich orientiere mich da immer so ein bisschen dran, wie viele Zeilen kriege ich denn hier rein? Und 25 ist so eine ganz gute Richtlinie, finde ich. Wobei das jetzt irgendwie ein bisschen krass groß ist. Mhm. Ja, also sorry, dass ihr mir jetzt gerade zugucken müsst, wie ich meine Schriftgröße hin und her probiere. Ja, nehmen wir 22. So. Es ist ja auch der 2.2.22, da ist doch 22 eine wunderbare Schriftgröße für das Datum. Ja, das stimmt. Weil der Punkt ist, ich habe mir inzwischen abgewöhnt, das immer wieder hin und her zu schalten, weil du dir die Werte sowieso nie merken kannst. Mhm. Das heißt, ich arbeite dann auch täglich mit der Größe halt, auch wenn es eigentlich nicht notwendig wäre. Hm. Und dieses ewige doch wieder drei Schriftarten größer oder kleiner, das ist mir zu blöd. Mhm. Und ja, insofern, aber das passt ja ganz gut so. Okay. Ja. So, nach einer halben Stunde so ungefähr, also wir sind von den 2 Stunden entfernt, die du angedroht hattest. Jetzt mal ganz kurz überlegen, also der Linter läuft. Okay, das Letzte, was ich noch bräuchte, jetzt so, bevor wir tatsächlich loslegen können, ein Terminal. Integriert, das war ja das. Ja, warum frage ich überhaupt? Terminal. Neues externes Terminal hört sich verkehrt an. Ja, doch, ich mach mal das. Ja, external. Nee, das ist jetzt tatsächlich ein externes Terminal, also geht ein Shell-Window bei mir auf. Terminal. Aber dann müsste es ja sowas geben wie alle Terminals beenden. Mach mal Terminal. Entweder willst du das Terminal in der Editor-Area oder willst du ein Terminal unten haben? Hä? Entschuldigung. Hessisches Fragewort mit zwei Buchstaben. Hä? Okay, dann mach nochmal Command-Shift-P, dann mach mal einfach mal beides auf. Okay. Und dann mach mal Terminal-Editor. Dann das zweite. Das dritte, oder? Weil das ist zur Seite erstellen. Das dritte, genau, ja. Dann hast du quasi eins direkt hier. Aha. Oder das untere kannst du auch öffnen, indem du unten auf das Error-Symbol, nee, kommt man da ins Terminal? Doch, genau, kommst du auch ins Terminal. Unten auf das Error-Symbol klickst. Ich weiß nämlich gerade, ich habe immer dieses Ding-Terminal. Deswegen auf was für ein Symbol? Unten ist so ein Error- und Warning-Symbol neben Refactor-Song und dann ist da so ein Ladesymbol und dann ist da so ein Error-Ausrufezeichen-Symbol. Ja. Da kannst du draufklicken und dann über. Ach, dann ist das so ein integriertes Mini-Terminal, okay. Genau. Finde ich das persönlich netter, weil du da genauso wie zu einer Datei einfach hinswitchen kannst. Ja. Jetzt müsste ich nur bei dem auch die Schriftgröße größer haben. Da das müsste ja wahrscheinlich Command Plus arbeiten. Weil das ist jetzt im Prinzip. Okay. Aber das müsste ja dann eigentlich auch irgendeine lustige Einstellung. Das gibt einen Terminal-Font. Terminal Font Size und das 22. Ha, tada. Ja, sehr schön. Okay, cool. Nee, falsch. T kommt vor U. Dann ist da noch ein Komma zu viel. Und dann jetzt muss ich mal ganz unbedarft fragen, wie switchst du die Tabs bei dir? Mit Control-Tabulator. Ah. Und Control-Shift, also ich habe eben festgestellt, wenn du jetzt hier mehrere offen hast,
der geht nicht in der Reihenfolge durch, sondern der wechselt immer zum zuletzt Verwendeten. Und wenn du halt zweimal drückst, ja, zum vorletzten Verwendeten, also quasi last recently used. Ja. Und wenn du Control-Shift-Tab drückst, dann geht das Ganze in der entgegengesetzten Reihenfolge. Guck mal, da lerne ich sogar was. Gut, ich habe es bei mir halt auf rein Tab gelegt. Also wenn ich Tab eingebe und nicht im Insert-Mode mit WinBIM, dann wechsle ich die Tabs durch. Das ist, brauche ich mir weniger Shortcuts mehr. Ja, okay, andere schließen. So, cool. So. Warum ist jetzt die Create Player State? Das war nochmal was anderes. Schnelle Problembehebung. Da-dam. Jetzt hast du ein Problem, weil ja, das in eine Line zu kriegen, das kriegt er tatsächlich noch nicht hin, ist mir vorher auch aufgefallen. Gut, aber das checkt, glaube ich, der Compiler. Also, was ich aber gerade sagen wollte, ja. Ich glaube, durch dieses Quick-Fix-Feature, durch diese schnelle Problembehebung, das ist genau der Grund, warum ich immer weiß, wie ich den Blödsinn hinschreiben muss, weil ich sowas nie verwendet habe. Ja, es ist schon bequem, aber es verführt halt auch dazu, so, du musst es dir halt nicht merken, weswegen du es, wenn du es mal brauchst und der Assistent nicht da ist, du es halt nicht kennst. Oder nicht aus dem Kopf weißt, wie es ist. Aber ja, gut. Okay, dann kommen wir jetzt endlich mal hier hin. Wir könnten das To-Do noch in einer anderen Form. Nein, ich komm, lass uns mal loslegen. Ja, das To-Do wird ja eh rot unterkringelt, weil der Linter sich beschwert, dass wir haben, muss man dazu sagen, unser Linter, unsere Linting-Regeln verbieten To-Do-Kommentare, weil wir das halt für eine relativ blöde Idee halten, To-Dos in den Code reinzuschreiben. Ja. Sondern stattdessen sollte man halt bitte ein Issue machen. Und Saul Goodman ist gerade gekommen. Hi, schön, dich zu sehen. Okay, dann würde ich sagen, ich ziehe diesen Teil hier, ich lasse ihn hier drin. Wir wollten diese merkwürdige Ablauflogik überarbeiten. Wer ruft wann wen auf, um zu stoppen und wann stoppen wir überhaupt? Und das war dieses Problem, um jetzt überhaupt mal inhaltlich wieder in die Sache reinzukommen. Wir haben diese Play-Funktion, die spielt einen Song ab. Die macht zunächst mal einen Reset Synthesizers. genau, damit einfach mal Ruhe auf allen Geräten ist und dann im Prinzip, was passiert ist, dass wir hier über das Metronom in der Endlosschleife drüber loopen und immer wenn wir vom Metronom sozusagen den nächsten Klick oder den nächsten Puls bekommen, dann rufen wir am aktuellen Takt auf, dass sozusagen eine Position weitergeschaltet werden soll, kriegen die nächste Taktposition dadurch, also das Metronom macht einfach nur tick, 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 tick halt in der konstanten Geschwindigkeit. Die Signature, also der Takt, der weiß dann, der zählt sozusagen durch 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, weiß, wann du auf einer Viertel, einer Achtel, einer Sechzehntel Position bist. Und anhand dieser Position holen wir uns dann für den aktuellen Takt den Takt aus dem Song raus, also aus dem Score, das ist quasi die Partitur, ist glaube ich, also hört sich jetzt bei elektronischer Musik ein bisschen hochgestochen an, die Partitur klingt so nach Oper oder klassischer Musik, aber halt, es ist ja im Prinzip eine Partitur. Dann gucken wir, wenn es keinen weiteren Takt mehr gibt, dann stoppe den Player und ansonsten ist im Prinzip die Logik jetzt durch die Einträge im Takt durchzugehen, die einzelnen Tracks da drin sich zu holen, für jeden einzelnen Track zu gucken, an der aktuellen Stelle was wir da für einen Step haben und wenn es jetzt eine Note ist, dann wird diese Note gespielt und das hat bisher ganz gut funktioniert, weil wir bisher nur einen Drumcomputer und einen Basscomputer angeschlossen hatten und deren Klänge ja ohnehin irgendwann zu Ende sind, also eine Trommel, die klingt ja, also das ist ja nur ein Dumm, ja, nur ein Schlag, das ist ja völlig egal, ob du danach sagst, nach 200 Millisekunden hör auf, diesen Klang abzuspielen oder nicht, weil da ist sowieso nichts mehr zu hören. Aber spätestens, wenn wir jetzt mit einem richtigen Klang arbeiten würden, würde jetzt halt die Note sozusagen die ganze Zeit nur stehen. Das müssen wir da noch einbauen. Das ist dann hier das Halten von Noten und das Stoppen von Noten, damit die Töne auch irgendwann mal wieder aufhören. So, das ist die grundsätzliche Logik an der Stelle. Und dann waren wir da so ein bisschen, da haben wir uns das letzte Mal ziemlich einen abgebrochen, den State, den wir hier drin hatten, jetzt irgendwie hier zu extrahieren.
Und da bin ich mir, also jetzt so aus dem Stegreif bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, warum wir das gemacht hatten. Und also was wir uns davon versprochen haben. Und ich kriege das Ganze aus dem Kopf jetzt mal eben so aus dem Stegreif auch gerade nicht mehr zusammen. Das ist, wie geht's dir dabei? Weißt du das noch? Ja. Okay, dann erklär mal. Das war doch mit diesem Request Play und Play und mit dem Request Stop und im Prinzip manchmal ist der Stop von innen und manchmal von außen. Also so war das irgendwie. Aber geh da noch mal rein in die Funktion. Genau, Request Play, State Playing, State Stopping, while choose a timer, if State gleich, gleich stoppt. Genau, das loopt, also Request Stop loopt, bis jemand von außen sagt, so stopp. Stimmt, der Punkt war, dass wir irgendwie diese Schleife hier abbrechen müssen. Ja. Und ich glaube, das Problem ist, dass wir einmal den Stop von außen außerhalb der Play-Funktion aufrufen und einmal von innerhalb der Play-Funktion. Und je nachdem, von wo wir sie aufrufen, müssen wir es so oder so machen. Wir rufen es von innerhalb auf, wenn der Song zu Ende ist, wenn wir keine weiteren Takte mehr haben. Mhm. Und wenn es von außen aufgerufen wird, genau, dann gibt es hier unten diese Stop-Funktion, ja, die dann sagt, Stop. Ich Request, mach jetzt einen Request-Stop und das setzt dann unter der Haube bei Zeile 33, ja genau, hier, das Stopping. Genau, den State of Stopping und wartet dann hier, bis der State jetzt tatsächlich auf Stopped steht, weil dieses auf Stopping stehen, das wird hier drin dann wiederum aufgegriffen und wenn der State jetzt Stopping ist, dann machen wir irgendwann einen Break. Das heißt, die Schleife beendet sich eigentlich immer von innen heraus, nur der Auslöser dafür kommt halt von innen oder von außen. Mm. Und also jetzt so mit 3 Wochen Abstand, mein erster Gedanke dazu ist, ich persönlich finde es sehr unübersichtlich, dass das jetzt zwei Dateien sind, weil da zwei Dinge, die eigentlich zusammengehören, irgendwie jetzt künstlich auseinandergezogen sind. Wie geht's dir damit? Das ist nicht mal das, was mich stört, aber der stimmt schon, der Control Flow ist irgendwie komisch. Ich würde mir eigentlich eher wünschen, dass ich die Vorschleife von außen abbrechen kann. Immer, also imperativ. Statt irgendwie so, gerade brechen wir sie so mehr oder weniger deklarativ ab, indem wir halt irgendwie einen Wert setzen und dann darauf hoffen, dass die Schleife das auch berücksichtigt. Ja gut, aber von außen. Da frage ich mich gerade, ob man das schöner hinkriegt. Also ob man vielleicht in der Play-Funktion dieses gesamte For-Await nicht innerhalb der Play-Funktion macht, sondern ach so, dass die Play quasi, also dass wir irgendwo diese Schleife laufen haben und dass die Play-Funktion das sozusagen nur anstößt sozusagen und dann aber wieder auch weg ist. Und das Stopp ist, ich habe mal eine ganz doofe Frage. Wäre nicht das Einfachste, weil Fragen. Okay, wäre nicht das Einfachste an der Stelle, weil im Moment haben wir ja Play und Stop auch als zwei Funktionen. Und ich kann ja jetzt 5-mal hintereinander Stop aufrufen. Ich kann auch Stop aufrufen, ohne vorher Play aufgerufen zu haben, was nicht so viel Sinn macht. Mhm. Wie wäre es denn, wenn die Play-Funktion, also wir kommen nicht drum rum, glaube ich, innerhalb der Vorschleife einen Break zu machen, wenn wir die Schleife verlassen wollen. Das werden wir tun müssen. Die Frage ist nur, wie triggert man das? Und da werden wir auch nicht drum rumkommen, irgendwo eine Variable zu haben, die angibt, läuft der Song gerade, weil dann wird einfach weiter geloopt, oder läuft der Song nicht mehr, dann wird die Schleife abgebrochen. Da werden wir, fürchte ich, nicht drum rumkommen. Aber was man machen könnte, wäre doch, dass wir, bevor wir in die Schleife reingehen, dass das quasi im Hintergrund läuft, indem wir das sozusagen in einem Async-Thunk starten. Und die Play-Funktion gibt eine Stopp-Funktion zurück, die dann diese Variable setzt. Dann würdest du Play aufrufen, bekommst als Return-Value von Play, bekommst die Stopp-Funktion. Damit kannst du Stopp auch nicht aufrufen, bevor Play aufgerufen wurde. Und innerhalb der Vorschleife kannst du die Stopp-Funktion entweder selber aufrufen oder sie wird von außen aufgerufen. Und so oder so setzt diese Stopp-Funktion die Variable um und damit bricht die Schleife ab. Mhm. Klingt noch nicht so überzeugt. Ich habe es vielleicht einfach noch nicht. Also ich überlege gerade. Also ich schreibe es mal gerade. Ja, ja. Ich schreibe es mal gerade so als Pseudocode hin. Also dass wir hier quasi eine Play 2 haben quasi. So. Und was die
macht, ist, also die hat hier drin irgendwo diese for await, nee, warte. Mhm. Die sagt quasi, wir haben ein is playing ist gleich true, weil wenn du play aufrufst, fängt der Song halt einfach mal an zu laufen. Und wir definieren eine Funktion, stop. Mhm. Diese Stop-Funktion macht nichts anderes, als is playing auf false zu setzen. Das kann diese Stop-Funktion machen, weil sie ja lexikalisches Scoping und so, weil sie ja an die isPlaying-Variable drankommt. Und diese Funktion, die Play-Funktion, gibt diese Stop-Funktion zurück. Das heißt, die ist hier nicht Promise Void, sondern das ist ein Promise von einer Funktion nach Void. So. Also das würde ich dann auslagern halt, aber ist ja jetzt gerade nur ein Beispiel. Und jetzt würden wir ja hier eigentlich hingehen und sagen, wir haben jetzt hier diese Schleife vor bla 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 und da drin machen wir jetzt was. Mhm. Und die prüft jetzt einfach in jedem Durchlauf, if is play, also if not is playing, wenn sie nicht mehr, dann machen break. Und damit haben wir die Möglichkeit, entweder in der Schleife anhand von irgendeiner Bedingung Stopp aufzurufen, dann beendet sich die Schleife selber, oder wir rufen von außen Stopp auf, was aber genau auf den gleichen Mechanismus drauf hinausläuft, nämlich dass diese Variable auch umgesetzt wird und sich die Schleife dann auch von innen beendet. Weil dann brauchen wir dieses ganze Request Play, Request Stop, Request dieses und so. Das ist viel einfacher vom Prinzip her. Ja. Ja, seh ich ein. Ich habe mich gerade so ein bisschen erinnert gefühlt an so, wie es in Set-Interval funktioniert. Da hast du im Prinzip auch das Problem. Set-Interval ist ja auch nichts anderes letztendlich als eine Schleife, die halt in einem Intervall immer wieder läuft und die gibt den, gut, da gibt sie dir eine ID raus, die du dann mit einem Clear-Intervall halt wieder von außen kontrollieren kannst. Genau. Um ganz kurz auf die Frage von Frank einzugehen, warum ein Stopp für alles und nicht für einzelne Instrumente? Weil die Aufgabe des Players ist, einen Song abzuspielen und den Song willst du entweder ganz oder gar nicht laufen haben. Und wenn du jetzt einzelne Instrumente quasi stoppen willst, dann würde das sozusagen in die Definition des Songs reingehören, welches Instrument wann spielt und so. Also das Ziel ist nicht, einzelne Instrumente laufen zu lassen und die zu arrangieren, sondern das Arrangement machst du vorher in einem Song und den kannst du dann halt entweder laufen lassen oder beenden. Und weil das die andere Frage... Ja? Ja. Mach erst die Frage. Okay. Und die andere Frage war, was spricht gegen einen Worker-Thread mit einer Endlosschleife für das Abspielen einen Control-Thread, der das Verhalten des Worker-Threads irgendwie steuert? Genau darauf will ich nämlich hinaus. Weil der Punkt ist jetzt nämlich, dass das Ganze in der Theorie sich hier zwar toll liest, aber nicht funktioniert, weil ja dieses Return-Stop jetzt erst ausgeführt wird, wenn das hier passiert ist. Und deswegen müssen wir das hier in einen eigenen Thread auslagern. Und das meinte ich eben mit dem Async-Thunk. Wir gehen hier einfach hin und machen hier im Hintergrund eine Funktion, die sich einfach direkt selber aufruft, in der dann die Schleife läuft. Das heißt, das Ding wird gestartet, das läuft jetzt Async und dann geben wir direkt Stopp zurück. Und damit haben wir das Ganze entkoppelt. Und das ist im Prinzip genau das, was Frank beschrieben hat. Dann haben wir nämlich hier außen den Control-Thread und hier drin den Worker-Thread. Nur, dass das halt jetzt mit Funktionen gemacht ist. Aber es ist im Prinzip genau dieses Pattern. Weißt du, das Einzige, was mich hier dran stört, Och, ist, Mann. Dass Du hast aber auch immer was zu meckern. Ja, Entschuldigung. Ich Nein, ist ja kritisch. Gut. Ich stelle dir noch Fragen. Finde ich ja gut. Was mich dran stört, ist, dass man im Prinzip nach wie vor darauf angewiesen ist, dass es innerhalb von dieser Vorschleife keinen Bug oder Sonstiges gibt, und dass sich die Vorschleife immer von selbst beendet. Also es gibt keinen Weg von außen, einen Vorstop zu machen und zu sagen, so, jetzt aber. Also es ist irgendwie, die Kontrolle liegt immer noch im, es ist eher so ein Bitte, halt doch jetzt an, liebe Vorschleife, als ein Vorschleife-Stopp. Ja, das ist richtig. Was ich meine? Ja. Das ist das eine, also es wird funktionieren, das ist ja auch okay, wir können es jetzt auch gerne so entwickeln, aber irgendwie, das stört mich da noch dran. Ich hätte gerne einen Weg zu sagen, Stopp, und dann ist aber auch Ruhe im Karton. Aber das wirst du mit einer Schleife nicht hinbekommen, in my opinion. Das weil ja, dann müsstest deswegen, du irgendein anderes Konstrukt halt haben. Das hatte ich mich gerade gefragt, ob die Schleife hier das Richtige, also ob wir tatsächlich hier mit diesen, weil das ist ja auf diesen Generator-Sachen gewachsen, dass wir hier eine Schleife haben, die irgendwie ständig läuft. Frage ich mich gerade, ist es denn wirklich eine Schleife? Ja, finde schon. Also okay, also ich will die Diskussion nicht abwürgen, aber lass es uns erstmal so bauen, mal gucken, dass wir es so ans Laufen kriegen und dann schauen, ob wir es nochmal umgebaut bekommen, weil ich finde halt, also es ist vielleicht nicht der schönste Ansatz der Welt,
so, weil du halt nicht von außen so einen Force-Stop quasi machen kannst. Ja, genau. Einfach den Thread killen. Ja, okay, Steuerung C geht natürlich immer, aber vielleicht will ich ja innerhalb meines Programms vorstoppen, ohne jetzt den ganzen. Wir könnten auch den gesamten Container abschießen. Ich wollte gerade sagen, wir starten die Schleife einfach in einem extra Prozess und schicken dann Kill minus 9. Kill minus 9. Zack. Dann ist Ruhe. Weg mit dir. Ja, das ist es definitiv. Nee, aber am Ende des Tages, es muss ja auch irgendwie verständlicher Code sein. Und ich finde halt an der Stelle halt mit der Schleife, das ist eigentlich schon relativ intuitiv. Und ja, lass mal gucken, ob wir das so irgendwie ans Laufen kriegen. Und ich übrigens, um mal kurz zwischendrin, jetzt ist eine knappe Stunde rum, um mal Feedback zu geben. Also bis jetzt nervt mich Visual Studio Code wenig. Bis jetzt habe ich aber ehrlich gesagt auch noch nichts gesehen, wo ich jetzt denke, boah, total cool. Das wäre jetzt für mich da das Killer-Kriterium, umzusteigen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, das sehen wir ja noch. Genau. Eine Sache, die hat vorher auch, ich müsste jetzt nach oben scrollen, weil ich mich gefragt habe, ob tatsächlich eine While-Endlosschleife besser wäre. Ah, ja, was hier die Frage war, warum eine For-Loop anstatt eine While-Schleife mit Bedingungen? Ja, das ist ja auch mit dem Generator. Weil dann hättest du zumindest innerhalb des also dann wäre quasi dieses, wenn du die Variable auf False setzt, wäre es nicht mehr in der Hand des Function-Buddies oder des Schleifen-Buddies dafür zu sorgen, dass vorbei ist. Sondern dann würdest du zumindest innerhalb des Sprachkonstrukts sicherstellen, dass vorbei ist. Ja. Das besser ist, wenn du immer noch dafür sorgen könntest, dass quasi die While-Schleife niemals zu Ende geht und dementsprechend das nie wieder neu evaluiert wird. Also es ist dasselbe mit ein bisschen grün, aber ja. Also wir haben an der Stelle ja ziemlich lange auch rumgeeiert. Das haben wir ja auch einmal komplett umgebaut, wie das letztes Mal lief, weil beim vorletzten Mal hatten wir das noch komplett anders. Wir haben uns also ein bisschen schwer getan, so dieses Ticken des Metronoms, was ja im Prinzip ein endloses Ticken ist, was durch das Universum wabert. Schwall. Dass wir das irgendwie vernünftig abgebrochen bekommen von außen. Ja. Also da haben wir im Prinzip das gleiche Problem auf anderer Ebene. Und wir kamen halt zu dem Ergebnis, dass wir das ziemlich elegant lösen konnten, indem wir hingegangen sind und dieses Metronom als einen Async-Generator gebaut haben, was einfach quasi eine Funktion ist, die halt mit Yield arbeitet und die einfach immer wieder nach einer gewissen Zeit sozusagen ein neues Element sozusagen zurückgibt. Und wenn du sie wieder aufrufst, dann wartet sie wieder und dann gibt sie wieder ein Element zurück. Und das ist quasi wie ein endloser Stream von Werten, durch die du dich aber sozusagen einzeln durchhangeln kannst. Und solange du nicht dem Metronom sagst, so, und jetzt gib mir den nächsten Tick, wenn es dann soweit ist, solange passiert auch erstmal nichts. Und das haben wir ziemlich heftig umgebaut. Also das war beim vorletzten Mal deutlich hässlicherer Code. Den haben wir sehr stark umgebaut und haben dann hier mit einem Abort-Controller gearbeitet, weil das eigentlich eine ziemlich elegante Lösung war, diesen Generator abbrechen zu können. Ich habe eine Idee. Ja. Ja, erzähl weiter. Du willst das Gleiche auch in dem Player machen? Nee, wir können ja, wenn wir das Metronom beendet, ist die Schleife ja auch vorbei. Was ist, wenn wir den Abort-Controller nicht da drin definieren, sondern von außen reinreichen? Das ist cool. Weil dann könntest du von außen das Metronom stoppen und damit ist der Song vorbei. Das ist, das ist cool. Weil das ist im Grunde genommen, die Band spielt und du bist jetzt. Und du schmeißt von außen eine Tomate. Und du bist jetzt derjenige, der hingeht und sozusagen den Taktstock vom Dirigenten einfach mal festhält und damit ist jegliche Bewegung sofort im Keim erstickt und damit ist Ruhe. Das ist keine schlechte Idee, weil das hieße, dass wir hier, was wir dann hier machen würden, ist, wir würden nicht mit dem Isplaying arbeiten. Ja. Aber das ändert im Prinzip nichts. Wir würden halt hier den Abort-Controller definieren. Die Stopp-Funktion würde an dem Abort-Controller ein Cancel oder ein Abort aufrufen. Ja. Wir geben Stopp zurück, aber wir können uns das hier sparen. Weil wenn der Abort-Controller abbricht, hört das Metronom auf zu ticken und dann beendet das. Und wenn das beendet, wird die Schleife verlassen. Ja, okay. Ja, wobei, brauchen wir dann überhaupt die zweite Play-Funktion? Wenn wir das Welche zweite Play-Funktion? Die Play-2-Funktion, die du gerade geschrieben hast. Achso, ja, die habe ich jetzt inzwischen umbenannt in Play, weil ich die obere, also weil ich die untere quasi mit der oberen ersetzen wollte. Ich frage mich gerade, ob wir das letztendlich nicht schon da unten in der Play-Funktion, wenn wir das mit dem Abort-Controller reinreichen, so machen. Also wenn wir den jetzt
Ich weiß nicht, ob man dann wieder starten kann, das wäre noch spannend, aber wenn wir hier, definieren wir in Zeile 18 das Metronom, also wenn wir hier oben drüber den Abort-Controller definieren, dann können wir den ja in der Stop-Funktion aufrufen oder innerhalb der Play-Funktion und dann müssten wir das ganze Auslagern gar nicht erst machen. Fühlst du, wie ich denke? Nee. Also ich habe das jetzt so verstanden, dass wir hier sagen, const Abort-Controller ist gleich... Ich würde es sogar noch oben drüber machen. Wobei, ja, du hast recht, dann kann man den Song nicht mehr starten, ne? Ja, deswegen muss es im Play sein, weil du willst ja dieses eine Play stoppen können. Und wenn du dann wieder Play aufrufst, dann muss es ja wieder mit einem neuen Abort-Controller starten. Kriegst ja auch eine neue Stopp-Funktion dann wieder. Aber wenn du zweimal Play aufrufst? Ja, klar, aber also das ist die Feinheit. Das wäre mir jetzt an der Stelle dafür sorgen, dass während er noch ist, Playing ist halt nicht. Ja. Aber im Prinzip so. Dann hätten wir hier einen Abort-Controller Abort. Und weil wir in dieser Schleife da unten, weil das die For, das ist ja eine For-Await-Off-Schleife. Ja. Das, so, das wäre also hier drin. Dieses lustige Metronom, wo kommt denn das Metronom her? Ja, das ist nämlich oben definiert. Das ist hier definiert. Das müssten wir dann eigentlich auch im Play machen, ne? Ja. Deswegen meinte ich, das alles rausziehen, den Abort-Controller ins Metronom geben und dann brauchst du das gar nicht in einen eigenen Thread auslagern, sondern. Okay, jetzt habe ich ungefähr verstanden, was du meintest. Wir können es auch in die Play-Funktion reinziehen und dann halt den State im, oben drüber verwalten und so weiter, aber. Also ich glaube, den Player-State braucht man dann tatsächlich nicht mehr. Genau, also den können wir mal wegschmeißen. Und das heißt auch, wir können die Create-Player-State-TS wegschmeißen. Zeig mir die noch mal ganz kurz, nur zur Sicherheit. Ich möchte nur sehen, dass wir da nichts übersehen. Nur noch hoch. Da ist nichts Spannendes drin. Übrigens, nur um es ganz kurz mal gesagt, hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, weil wir hier Timers Promise verwendet haben, was ja schon relativ neu ist in Node. Hast du mitbekommen, ich habe es total gefeiert, dass Node jetzt Fetch bekommt? Ja, endlich. Das ist richtig cool. Das ist übel gut. Ja. Endlich. Das ist, ich warte schon ewig drauf, weil ich sonst immer das Node-Fetch installiert habe. Aber meistens kommst du im Projekt und dann ist eh schon Axios oder sonst was dabei. Ja. Und da ist Node-Fetch ein Segen. Wobei ich ja nicht so der Riesenfan von Fetch bin. Mich juckelt das immer, dass das keine Exception schmeißt bei 4xx und größer. Das finde ich gerade gut, aber gut. Okay, nächster Livestream. Fetch versus Axios. Bin ja ein großer Axios-Freund. Aber wenn wir jetzt da gerade schon dabei sind, dumme Frage, wäre es nicht wesentlich sinnvoller, das Metronom mit dem Abort-Controller in Play zu definieren, statt das außerhalb, also den Score, weil das ist jedes Mal derselbe, auch wenn du den Song fünfmal startest, der Score ist derselbe. Aber du hast nicht dasselbe Metronom, weil du nimmst ja quasi jetzt ein neues Metronom, weil du das wieder abbrechen können willst. Ja. Also das würde ich, statt jetzt den Abort-Controller rauszuziehen, würde ich die Sachen eher in die Play-Funktion verschieben. Ja, das ist das. Und dann geben wir den Abort-Controller in das Metronom rein. Mhm. Das heißt, wir haben hier noch einen Parameter Abort-Controller. Abort-Controller ist ein Abort-Controller. Dann müssen wir den hier nicht definieren. Mhm. Und that's it. Die Sache ist, kann man das. Ah, nee, wenn das Metro. Das ist halt das. Wenn das Metro nochmal gestoppt ist, kannst du es wegwerfen, musst dir ein neues kaufen. Das ist halt. Was ich mich jetzt aber, nur gerade. Aber. Wir haben ja hier in dem Finally an Abort Controller Abort drin. Das bräuchten wir dann nicht mehr, weil der Abort Controller. Genau, das würde ja dann von außen aufgerufen. Das heißt, dieses Try. Finally, ich sehe es kommen. Zum Glück haben wir eine Versionsverwaltung. Das alles machen wir nachher rückgängig. das Signal, eigentlich brauchen wir hier auch nicht den Abort-Controller. Wir brauchen hier eigentlich nur das Abort-Signal. Stimmt. Was ist das denn für ein Typ? Okay, es ist ein Abort-Signal. Dumme Frage. Abort-Signal. Soll ich das Abort-Signal nennen oder nur Signal? Weil bei dem Set-Timeout. Ja, okay. Abort-Signal. Dann haben ja nur, also wenn es jetzt andere Signals gäbe, oder, dann würde ich es anders lassen, aber Abort. Ach, warte mal, mach das doch mal. Achso, ja, zu spät.
Mach nochmal rückgängig, ich zeig dir jetzt einen Trick, weil du, wir sind ja heute mit Visual Studio Code und das andere auch. Also, okay, ich mache jetzt hier den Abort-Controller draus. Abort-Controller, ja. So. Wenn du das jetzt das war jetzt ein Abort-Signal. Ja, ein Abort-Signal. Ja. Dann drück mal F2, da, wenn du da oben drüber bist. F2, FN, also ja. FN, F2, ja. Ja, und dann nennst du Abort-Signal. Tada. Oh, toll, Gott. Super. Ach, warte. Das ist genau das, was ich immer meine, wo ich vorhin sagte, da verlässt man sich zu sehr auf die Intelligenz von Assistenten. Ja, warte, das kannst du aber konfigurieren, dass er das nicht macht. Ja, sonst hätte ich dir das jetzt nicht gezeigt. Ich suche gerade mal das Setting. Ja. Oder irgendjemand ist schneller und schreib's rein. Okay, also das heißt, das machen wir. Ah ja, genau, ich hab's schon. Gehen die Settings? Nicht sagen. Das war so. Ja, und dann nimm das Setting Use Alias for Renames. Das ist in JavaScript und in TypeScript. Also ich will ja jetzt echt nicht meckern, ja, aber ja, zugegeben. Okay, das heißt, hier sage ich false und für Use Alias for Renames für TypeScript sage ich auch false. Genau. Und das muss ich jetzt umsortieren. So, okay. Jupp, jetzt alles kannst du es nochmal machen. Dann beim nächsten. Sollte er dir das. Taucht bestimmt wieder auf. Ich versuche mal mir zu merken, dass das mit dem. Noch eine blöde Frage. Also, du hast, ja, okay. Ja. Du hast eben gesagt, es gibt keine blöden Fragen. Habe ich nur heute mal wieder gesehen und habe mich gefragt, was ich davon halte. Statt so einer While-True-Schleife habe ich heute mal wieder dieses Konstrukt hier gesehen, was ja unterm Strich auf genau dasselbe rauskommt, was aber ohne die ESLint-Fehlermeldung auskommt. Was hältst du davon? Ich persönlich finde es eigentlich cooler, aber auch schlechter lesbar. Ja, deutlich schlechter lesbar. Wenn ich, also 12 Jahre JavaScript-Erfahrung, ich wüsste nicht, was es tut. Weißt du, was mir gerade auffällt? Was denn? Das hier ist ein Blog-Kommentar in WebAssembly. weil WebAssembly arbeitet ja mit den runden Klammern und wenn du dann, hier, das wäre ein Blog-Kommentar in WebAssembly. Ah. Und ja, okay, dann lassen wir es bei while true. Okay. Südele. Dann haben wir jetzt alles kaputt gemacht. Das heißt, hier sagen wir jetzt, wir haben ein abort signal ist gleich abort controller.signal. Das geben wir, genau. Abort signal geben wir hier rein. So, dann haben wir die Signature. So, jetzt haben wir die Stopp-Funktion, die macht an dem Abort-Controller ein Abort und die Stopp-Funktion geben wir nachher zurück, weswegen wir das hier in einem gesonderten Aufruf starten müssen. Jetzt fehlen hier noch ein paar Typ-Informationen, das muss void müssen sein. Müssen wir denn jetzt überhaupt die Stopp-Funktion noch so zurückgeben? Das ist das, was ich mich jetzt die ganze Zeit frage. Eigentlich, also es ist zwar schön vom Interface, aber dann kann man nicht Stop vom Play aufrufen, aber ich denke immer noch an den Kassettenrekorder. Oh Gott, ich oute mich als alter Mann. Da kann ich ja auch auf Stop drücken, so oft ich will, auch wenn nichts läuft. Funktioniert doch. Ja, aber wenn wir das machen, dann muss Abort. Du meinst, wenn wir jetzt die Stop-Funktion quasi so lassen wie hier unten? Ja. Ja, aber dann müssen wir ja den Abort-Controller an this speichern wiederum. Da hast du jetzt auch wieder recht. Das finde ich irgendwie auch doof. Und du kannst ja Stopp so oft aufrufen, wie du willst, aber halt erst, nachdem du Play gedrückt hast. Ja, okay. Es ist halt kein Kassettenrekorder. Verdammt. Okay, dann ist es so ein Button, der dann zum Stopp rüber wird. Und dann, ja, okay, ist okay. Okay, gut, dann haben wir das. Was ist jetzt hier oben? Oh, hier, White Space, Trailing Spaces entfernen beim Speichern. Das ist, das müsste ja dann vermutlich hier Trim Trailing Whitespace True ist das dann ja vermutlich. Du könntest jetzt auch, ich weiß, du magst es nicht, aber den ESLint-Formatter mit einem Fix-All aufs Speichern legen, dass er dir das halt wegmacht. Aber es geht auch so. Ja, könnte ich, aber ich könnte es auch lassen.
Würde dir viel Arbeit sparen. Aber was du auf jeden Fall mal festlegen könntest, dann kannst du es zumindest von dem fixen oder formatieren lassen, ist den als Default-Formatter für dein TypeScript und dein JavaScript festzulegen. Was bewirkt das? Dann formatierst du diesen. Dass du nicht in das Problem rennst, was man manchmal hat, dass wenn du deinen Code formatierst und es ist nicht der ESLint-Format hat, dass er den zwar formatiert, aber dann ESLint meckert, weil du es nicht nach den Regeln von ESLint formatiert hast. Ja, aber ich formatiere es ja nach den Regeln von ESLint. Also wenn jetzt irgendwo, was weiß ich, hier ist eine Leerstelle zu wenig. Ja, aber wenn du jetzt Command-Shift-P-Format sagst, also weil du einfach mal den Code das komplett würde ich, formatieren okay, willst. Ja, okay, ich verstehe die Intention, aber das ist was, was ich nie im Leben machen würde, weil diese Autoformatierung, ich habe es heute in einem anderen Projekt erlebt, wo Prettier verwendet wurde. Und also Prettier, das war ganz interessant, weil das war bestehender Code, der ohne Prettier geschrieben wurde. Dann ist Prettier integriert worden. Allerdings hat, ich weiß nicht, wie die das in den Main Branch gekriegt haben. Auf jeden Fall war Prettier zwar aktiv und auch die ESLint-Regeln angepasst. Allerdings hat sich niemand die Mühe gemacht, den Code auch mal anzupassen. Weswegen halt du beim Auschecken, beim ersten Laufen lassen, du erstmal 3000 Linter-Fehler bekamst. Irgendwas mit der CI/CD-Pipeline war da, nee, egal. Und da haben wir halt gemerkt, weil wir haben dann Prettier mal umformatieren lassen und Prettier, ja, es war dann so, wie Prettier das haben wollte, aber teilweise waren es halt Dinge, wo du halt einen Dreizeiler hattest, der gut lesbar war, war danach halt ein Zehnzeiler, der nicht mehr gut lesbar war. Und dieses Autoformatieren, das finde ich so eine Katastrophe, weil ja, meistens macht es das, was du willst, aber manchmal halt auch nicht. Und dann kämpfst du gegen dieses Autoformatieren an und das wird's dir ja jedes Mal wieder zerschießen. Und ja, aber dann ist ja das Problem die Regel und nicht, also bei Prettier sehe ich es ein, weil das habe ich auch schon oft erlebt, aber dann ist ja eher dein Problem die Regel, weil dann durch ESLint wird es ja trotzdem nicht durchgehen. Also wenn du jetzt hier einen Space machst, den du weghaben willst beim Formatting, dann ist dein Problem, wenn es passiert, nicht die Regel, das Formatting, sondern die Regel. Und wenn du den Formatter, und deswegen habe ich den, weil ich keine Lust habe, ständig Tabs zu schreiben und Einrückungen zu machen, ich will ja meine Tab-Taste auch über 5 Jahre hinaus nutzen. Und die geht ja kaputt sonst. Wäre das so? So setzt du es für alle Sprachen. Das würde ich auch nicht machen, sondern jetzt kannst du sprachspezifisch das festlegen. Und das machst du, indem du, lösch das nochmal, mach einen neuen Eintrag und dann in eckigen Klammern. Nee, also schon, es muss schon JSON sein, aber innerhalb des Strings, also doppelte Anführungszeichen, eckige jetzt Klammer. Und jetzt TypeScript. Dann kannst du da noch eins hinzufügen. Nee, so? Das muss wieder in einer eigenen eckigen Klammer sein. Ja, also erst JavaScript, weil es soll ja alphabetisch sortiert sein. Ja, dann kannst du noch JavaScript React und TypeScript React, wenn du magst. Und da kannst du jetzt sagen Default Formatter. Und da der Debummer Vote Code ESLint, genau. Und oben fehlt noch ein Komma hinter dem Zeile 11. Genau so habe ich das auch. Dann kommt das dahin. So, wie kann ich denn umschalten? Zeile 11 fehlt noch ein Komma. Also. Ja, das muss ja eh jetzt noch. Okay, das ist eh sowas, was du nicht sinnvoll einsortieren kannst. Ja. Müsste das nicht hier oben auch gehen mit diesen zwei Zeilen? Weil das ist ja eigentlich. Also jetzt nur mal so. Das habe ich vorher auch geschaut. Ich glaube, das. Gesprochen. Hä? Nee, das war nicht das, was ich haben wollte, aber danke. TypeScript. Also wenn man jetzt das so macht und wenn man jetzt sagt, Pref. Ja, die bietet dir den nicht. Lösch sie mal oben raus. Ach so, ich weiß nicht, ob sie dir jetzt nur nicht anbietet, weil du sie schon mal hast. Ja, lösch mal raus und da auch und da versuchst du mal. Nö. Ja, nee, gibt's nicht. Okay. Aber ich könnte. Kann ich dir jetzt aber auch nicht erklären, warum. Ach so, und dieses Editor Default Formatter, das kann ich aber nur auf diesem Wege so machen. Oder könnte ich jetzt auch hingehen und sagen, JavaScript.editor.div. Nee, das ginge jetzt auch nicht. Genau. Ja. Das finde ich jetzt doof, dass das für manche Sachen so und für andere so, also sprachspezifisch konfiguriert wird. Warum ist das nicht einheitlich? Aber gut, das ist Vielleicht Backwards Compatibility wäre jetzt meine Vermutung, aber ich kann es ja tatsächlich ehrlicherweise auch gerade nicht sagen. Die Indentation in JSON, dass das 4 Spaces sind, hätte ich gerne anders. Das müsste ja irgendwie mit
Indent, JSON. Ich mach mal Tab Size. Tab Size. Die habe ich bei mir mal auf 2. Der hat das ganz oben, genau, Editor Tab Size. Jetzt wäre ja ein Autoformatting cool. Wenn ich jetzt, weil dann müsste er jetzt ja checken, die 4 Spaces hier sind doof. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt sage, das hier quasi, ne? Ja. Das hat aber, der hat die Leerzeile rausgeschmissen, aber nicht die Einrückung korrigiert. Dann war es vielleicht doch nicht Tab Size. Bringt uns aber zu einer interessanten Frage. Nächstes Feature, was ich vermisse. Oder was ich, wo ich gerne wüsste, wie es geht. Und zwar in, oh Gott, wie erkläre ich das jetzt? In Atom könnte ich jetzt hingehen und ich will jetzt quasi mehrere Cursor haben. Also ne, das, ja, das wird hier erstmal vermutlich genauso gehen. Ich markiere was weiß ich, Workbench, drücke Command D. Ja, okay, das ist erstmal dasselbe in grün. In Atom kann ich jetzt hingehen, kann zum Beispiel hier hinklicken. Jetzt will ich lauter Cursor untereinander haben. Jetzt habe ich ja hier nichts, was ich eindeutig markieren könnte. Und dann kann ich in Atom hingehen und Control-Shift-Cursor unten drücken. Und dann kriege ich einen zweiten Cursor in der Zeile unten drunter in derselben Spalte. Ja. Wie mache ich denn das hier? Das müssen wir jetzt das Publikum fragen, weil das mache ich mit NeoVim. Okay, also von daher, falls es jemand von euch weiß, es wäre mega cool, wenn ihr es kurz in den Chat schreiben könntet. So lange kann man ja mal kurz auf die Frage von Frank eingehen, nämlich ich weiß, dass manche Leute eine Gänsehaut bekommen, wenn man mit dem Begriff Singleton kommt. Ja, aber wäre es nicht sinnvoll, eine zentrale Kontrollklasse als Singleton zu entwickeln, halt ich persönlich, also ohne jetzt näher drüber nachgedacht zu haben, das ist jetzt ja wirklich nur die erstbeste Antwort aus dem Bauch raus. Ich persönlich bin überhaupt kein Freund von Singletons. Ich hasse die Dinger, weil die immer schlecht zu testen sind, weil es im Prinzip nichts anderes ist als eine globale Variable in nett objektorientiert verpackt. Macht in der Regel mehr Probleme, als dass es nützt. Wie siehst du das? Ähnlich. Witzig ist, Christian hat gerade noch geschrieben, JavaScript, TypeScript können doch gar keine Singletons haben, weil es keine privaten Konstruktoren gibt. Spaß. Ja, es ist Spaß. Ich habe tatsächlich schon mal eine längere Diskussion mit jemandem gehabt, der meinte mit genau dieser Begründung, JavaScript hat ja keine privaten Konstruktoren, deswegen ist JavaScript eine total schlechte Sprache, weil ich keine Singletons bauen kann. Wo du dir denkst, so, okay, vielleicht hast du auch einfach JavaScript nicht verstanden. Aber nun gut. Command-Alt-Pfeil runter übrigens ist das, was du suchst. Okay, was? Command-Alt? Command-Alt und dann Pfeil runter. Ah, sehr geil. Okay, einmal. Und ja, okay. Ich frage, ob er dir das beim, wenn du es jetzt formatierst, nochmal anpasst. Das würde mich jetzt speichern. Wenn ich jetzt sage Format, toll. Ja, dann ist es. Siehst du, und deswegen hasse ich Autoformatierung. Wobei, jetzt muss man auch dazu sagen, hier unten ist noch Leerzeichen 4 eingestellt. Wenn ich das jetzt zumache und wieder aufmache, dann ist es Leerzeichen 2. Und wenn ich jetzt sage formatieren, ja, dann ist es zwar dämlich, dass er die Leerzeile rausschmeißt, aber zumindest hätte, okay, vielleicht hätte das auch vorher schon funktioniert. Wenn ich es jetzt so mache und dann sage formatieren, ja, es, okay, hätte man die Datei einmal zu und einmal aufgemacht, hätte es geklappt. Mhm. H2H hat gerade noch geschrieben, diese Ausdrücke in eckigen Option Command, muss ich mir merken. Diese Ausdrücke in eckigen Klammern sind quasi Sprachfilter, das brauchst du, wenn du das gleiche Setting für verschiedene Sprachen konfigurieren willst. Ja, also das wäre ja nur hier oben im Prinzip das gleiche in grün. Das will ich, ist ja auch das gleiche Setting, was ich für verschiedene Sprachen. Ja, aber ich glaube, der Unterschied ist, dass es dieses Setting nur für JavaScript gibt. Ach so, und das gibt es für alle Sprachen. Ja, okay. Ja, ja. Mhm. Das stimmt, das ergibt Sinn. Vielen Dank. Ja, merci. Mhm. Okay, dann, wie kamen wir da jetzt drauf? Weil ich, was hat mich gestört? ich weiß es nicht mehr. Es war so viel. Nein, die Formatierung, genau. Ja, ist schon zu spät, jetzt hast du es schon gemacht. Genau, ja. Ich habe gesagt, hol dir doch den Formatter ins Haus, weil. Stimmt. Ach so, richtig. Wenn ich jetzt hier speichere, aber dann formatiert er ja hier nicht. Hier müsste jetzt seine Leerzeile. Speichern nicht, das müsstest du einstellen. Wenn du es nach dem Speichern formatiert haben willst, musst du es einstellen. Weil es ja vielen Leuten so geht, ich will die Automatisierung explizit einschalten und nicht von Default aus. Ja, okay. Gut, dann haben wir das jetzt.
Jo, okay, jetzt, was wir jetzt brauchen hier oben ist also, wenn das Play oder bevor das Play losläuft, wir müssen ja das Await Reset Synthesizers machen auf jeden Fall. Das müssen wir hier vormachen. Das, können wir das kann man auch da innen drin machen? Weil so, ach so. Die gesamte. Ja, das ja. Stimmt, das können wir. Stimmt, ja. Mhm. Also, so ist jetzt nämlich, das ist das Coole, die Play-Funktion nicht mehr Async, oder? Die Play. Ja, das stimmt. Und das hier ist dann im Prinzip eine Stopp-Funktion. Und die Stopp-Funktion, also ich definiere sie jetzt einfach mal oben drüber, wäre dann quasi so. Ja. Okay. Was mir gerade auffällt, den. Hier haben wir noch einen Player-State, das kann auch weg. Das war, ja, das war der, das Interface zum. Und der State hier, der kann auch weg. Ja. Was fragt er mich da eigentlich immer mit. Schön, dass ich es auch mal lese. Ja, okay, das ist aber ja tatsächlich das sinnvoll, dass beim Löschen gefragt wird. Und das fand ich früher im Windows Explorer immer so geil, dass du beim Löschen 25.000 Mal gefragt wirst, sinngemäß, so willst du wirklich löschen? Achtung, Achtung, Achtung. Wo du im Zweifelsfall, wenn du aus Versehen was gelöscht hast, es dir aus dem Papierkorb wiederholst. Aber wenn du dich verklickst und mit der Maus verreißt und du aus Versehen eine Datei in einen anderen Ordner verschiebst, da kommt natürlich keine Abfrage. Und du wusstest nie, wo du diese blöde Datei hingeschoben hast. Kannst du beides einstellen. Ich mache nämlich den Confirm-Dialog, habe ich komplett weg, weil mich nervt es beispielsweise. Also es gibt einen Explorer Confirm on Track and Drop und einen Confirm on Delete. Und das aber ist das gab es in Windows 95 nicht. Ja, das ist natürlich ein Nachteil von Windows 95 an der Stelle. Ich will damit nur sagen, das ist ja schön, dass das heute geht. Nur, also als ich halt das letzte Mal Windows benutzt habe, war, glaube ich, Windows 7 aktuell. Nein, ich meine, das geht in VS Code. Ach so, okay. Okay. Ist ja auch Microsoft. Ich glaube, vorher gab es auch einen Kommentar, dass Atom ja GitHub ist und VS Code Microsoft und GitHub jetzt zu Microsoft und deswegen ist alles Microsoft. Ja, es wird alles irgendwann Microsoft sein, sind wir doch mal ehrlich. Irgendwann so. Kauft Microsoft Apple. Ich habe gerade so ein Piepen auf dem Ohr. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Ich weiß es nicht. Das dann auslagern? Das hier. Ja, ja, das ist gleich. Also jetzt erstmal gerade. So, jetzt ist nämlich. Verdammt schwer zu testen. Wieso? Du startest es und guckst, ob sich's richtig anhört. So, und wenn wir fertig sind, müssen wir auch nochmal ein Reset Synthesizers machen und dann kann dieses ganze Gedöns da unten weg. So, und das Reset Synthesizer, also klar, das wollen wir noch auslagern. Hier ist diese Vorschleife. Tüdelü, bis hierhin und dann kommt hier nochmal ein Await Reset. Synthesizers. So. Okay. Warum zum Kuckuck ist denn das jetzt alles rot? Oh, war doch ein Promise. Promises must be awaited. Jo. Schnelle Problembehebung for this line. Juhu. Okay, hat funktioniert. Genau, das ging jetzt ziemlich schnell. Ja, das ist richtig. Jetzt heißt es, jetzt können wir uns hier drin, können wir jetzt erstmal das hier rausschmeißen. Ja. So, dann können wir. Da müssen wir jetzt das Abort-Signal senden. Ja, da würden wir doch jetzt einfach Stopp sagen, oder? Ja. Also, klar, ja. Ich meine, das macht auch nichts anderes als das Abort-Signal, aber das hier brauchen wir nach wie vor. Das ist immer noch die etwas seltsame TypeScript-Logik und das jo. Okay. Und jetzt würde ich sagen, bevor, also jetzt haben wir theoretisch das hier erledigt. Mhm. Das heißt, jetzt würde ich vorschlagen, hat nicht lang gedauert, das ist richtig. Das Interface passt noch nicht, müssen wir noch den Player TS. So, da haben wir ein. Die Stopp-Funktion gibt es nicht mehr. Mhm. Und das hier ist ein Stopp. Und das heißt, dass wir. Ja, guck mal. Dass wir den. Ich sag doch immer: Typen, jeden Typ in eine eigene Datei. Ja, neue Datei. Abhängigkeiten auflösen. Stopp-TS. Export-Stopp. So. Hallo.
Golo, Autoformatting, und du hast diese Probleme nicht. Wenn du jetzt ein Speichern-Autoformatting hättest, dann würde dir ein Newline einfügen, wobei du das Newline auch einstellen kannst. Also das ist ähnlich wie Newline, Insert, Final, Insert, new line. Oh, und Trim Final New Lines. Das ist ja auch gut. Beides. Ja. Übrigens, ich muss mich korrigieren, es gibt doch eine Sache, die ich gerade sehr sympathisch an VS Code finde. Ja. Der Linter funktioniert. Ja, das ist stimmt. Weil das hat mich halt an Atom schon echt genervt, dass bloß weil jetzt irgendwie dein Linter unter der Haube auf eine neuere Node-Version aufbaut mit irgendeinem Sprachkonstrukt, was halt in der JavaScript-Version, die in Atom verbastelt ist, noch nicht bekannt ist, dass dann halt dein Linting einfach ohne Fehlermeldung oder irgendwas einfach kaputt ist. Ja, das war das ziemlich blöde. So, und jetzt probieren wir mal das aus, was ich immer am meisten gehasst habe, bei allen, bei denen ich es bisher gesehen habe, dieses blöde Auto-Import oben. Wie geht das? Wenn ich jetzt so Stopp importieren will. Command-Punkt. Jetzt sehen wir es leider nicht. Und dann müsste er es dir finden. Okay, jetzt sagt er, also jetzt geht ein Kontextmenü auf. Und der erste ist Stopp aus dem Modul Punkt slash Stopp importieren. Okay, das hat funktioniert. Aber nett wäre natürlich noch, wenn das hier alphabetisch korrekt sortiert einfügt. Dann wird nämlich auch der Linter sich nicht beschweren. Das schafft ja nicht mal der Linter selber. Weil ja diese Regeln, also das ist schwierig zuzumuten, sag ich mal. Okay. Was du jetzt da noch machen kannst, ist auch in den Settings. Wieso hat er denn hier Single Quotes genommen und hier Double Quotes? Weil ich habe die Zeile habe ich ja auch generiert und die dann jetzt eben nur eins nach oben geschoben. Wogegen hier. Kannst du auch einstellen, glaube ich. Aber was du auf jeden Fall mal machen solltest, geh in ein neues Setting, ein TypeScript Preferences Setting. Und zwar Import Module Specifier. Ja. Welches? Es ist witzig, weil bei mir macht er das komplett, also das Kontextmenü macht er immer komplett richtig auf. Relative. Ah, sehr cool. Okay, was wäre das andere gewesen? Import Module Specifier. Okay. Auto. Das ist super hilfreich jetzt für ES-Modules, wenn du ein ES-Projekt praktisch das JS hinten anfügst. Was du jetzt auch noch, wo wir gerade da sind, machen kannst, Update Imports und File Move Enabled. Always. Weil dann passt er dir die Importpfade an, wenn du eine Datei verschiebst. Das war das, was auch immer so. Wenn du jetzt wieder sagst, ja, das funktioniert nur nicht, wenn das gerade nicht gespeichert, also wenn es keine anderen Änderungen gibt, weil er sonst halt einen Konflikt kriegt, aber. Ja. Okay. Na, ich lass mich mal überraschen. So, das mit den Single Quotes wäre noch nett. Das muss ja irgendwie über Quotes gehen. Ja, Preferences, wobei das Quotes, Single. Und TypeScript Quotes Single. TypeScript Preferences Quote Style und JavaScript Preferences Quote Style. So. Okay. Haben wir das geschafft? Cool, okay. Das Setting kannte ich auch noch nicht. Das macht halt bei mir tatsächlich auch immer der ESLint-Bagger. Aber das füge ich bei mir auch gerade mal ein. So, jetzt ist die große Preisfrage. Läuft das Ganze? Ja, lass doch mal laufen. Neues Terminal im Editor-Bereich erstellen. Wie starte ich das Ganze jetzt? Das war in NPXTS Node App. AppTS. Ja, klar. Jetzt ist natürlich in unserer App.ts ist natürlich jetzt Käse drin, weil ja, den Player da, ja. Genau, also Player, dann sagen wir hier, jetzt brauchen wir das hier nicht mehr, sondern wir sagen einfach Player Play. Hätten wir nicht den Top-Level-Await nutzen können? Achso, nee, wir waren es jetzt mal auf Node 14, ne? Ja, so. Und sagen dann hier einfach Stopp. Jetzt muss das halt drunter. Ja, richtig. So.
Ich bin gespannt. Ich auch. Schauen wir mal, was hallo, passiert. Hallo, Zala Tazi an der Stelle. Hi. Hey. Es funktioniert. Sehr schön. Also das hat sogar jetzt sich auch beendet. Das hat funktioniert. Jetzt probieren wir es nochmal mit Abbrechen. Ja, hat fast funktioniert. Irgendwo ist ein Ton hängen geblieben. Ja, weißt du, was jetzt nämlich das Problem ist an der Stelle, glaube ich? Ja, dass dadurch, die Stoppfunktion nicht wartet, bis tatsächlich die Töne verklungen sind. Nee, wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Und doch, weil die Stoppfunktion ruft jetzt Abort Controller Abort auf, kehrt zurück. Und während das im Hintergrund noch zugange ist, passiert schon das Process Exit, genau, womit das abgeschossen wird. Also insofern müssten wir die Stoppfunktion doch async machen und dann da einfach eine gewisse Zeit warten oder. Oder in der Stoppfunktion selber nochmal, ja, sie async machen und in der Stoppfunktion das Reset Synthesizer aufrufen. Synthesizer. Okay, also das heißt, genau, dann haben wir hier. Also das Stop-Interface, das muss dann hier ein Promise-Void sein. Ja. Dann hat die Create, okay, nee. Okay, ja. Ja, ne? Also das Schöne an Selbstgesprächen ist, dass einen ja niemand unterbricht. Ja. Nein. Okay, nein, das doch. Heißt, oh. Das heißt, wir gehen hier hin und machen das, was ist denn Abort und dann und muss jetzt das Synthesizer reset. Was ist jetzt hier für ein Problem? Eine Funktion, die must be async. Ja, natürlich muss das eine Async-Funktion sein. Genau, also das, bla bla bla. Jetzt müssen wir hier await aufrufen. Das heißt, die Play-Funktion, nee, das passt, weil da sind wir ja in der Async-Funktion. Und das letzte Await Reset Synthesizer kann raus und muss oben rein. Muss dann in die. Das ist aber blöd, weil wenn die Schleife regulär durchgelaufen ist. Achso, nee, dann wird ja auch Stopp aufgerufen. Ja, okay, gut. Muss noch rein in die Stopp-Funktion. Ja. Ja. Das heißt, wir machen das Ganze quasi so. Mhm. Okay, neuer Versuch. Hoppla. Neuer Versuch. Warte, da war noch ein TypeScript-Fehler, oder? Oh, ne. Ah, guck mal, Abort-Error. Hoppala. Also, wo war ein TypeScript-Fehler? Hier. Da. War ein TypeScript-Fehler? Unexpected await of a non-promise. Non-thenable, das stimmt ja aber nicht. Weil das gibt ja jetzt Stopp zurück und Stopp ist doch jetzt hier eine Async-Function. Ja. Vor allem sagt er das ja hier sogar. Stopp geht von nix nach Promise Void. Ist das eine neue Regel? Nee. Vielleicht, weil das ein Void ist, dass es halt kein Promise, wobei okay. Das ist strange. A little. Weil so, jetzt machen wir die Probe aufs Example. Mach mal einen Reload. Das war jetzt okay, komm, gib einfach Reload ein. Geht schneller. Genau, ja. Sehe ich irgendwo, ob der Compiler im Hintergrund noch am Wursteln ist oder ob der schon durch ist? Jetzt ist weg. Ich sehe unten noch normalerweise so Stati. Warte mal. Wo man sieht, dass der TypeScript sich noch initialisiert. Mhm. Nee, das sieht man tatsächlich nicht. Okay, also versuchen wir es nochmal. Ich lasse erstmal schon. Ausprobieren, ob es passt, wenn es durchläuft, ganz normal.
Jo. Und mit Ctrl-C einmal. Das ist fast gut, außer dass dieser Abort-Error kommt. Ja. Warum kommt da ein Abort-Error? Aus der Create Player TS26. Klick drauf, klick drauf, klick drauf, klick drauf. Mit Command vielleicht. Guck mal. Okay, das ist nett, ja. Weil. Was war jetzt die Fehlermeldung? Abort Error. The operation was aborted. Warum ist das normal, dass ein Abort-Controller einen Fehler schmeißt? Ja, es gibt tatsächlich einen Abort-Error. Ich google mal nebenher. Mhm. Solange gehe ich mal kurz auf die Frage im Chat ein von He2He. Warum wird Stopp aufgerufen, wenn die Schleife regulär durchläuft? Genau, das ist an der Stelle hier. Das ist, wenn, also die Schleife, die loopt ja im Prinzip einfach über dieses endlos Ticken des Metronoms. Also das ist ja wirklich ein endloser Strom, weil das Metronom gibt ja nur die Geschwindigkeit vor, aber weiß ja nichts von dem Song, den wir gerade abspielen. Und wir holen uns ja dann in der Schleife quasi den aktuellen Takt aus, anhand der Position, wo wir gerade sind. Und wenn dann halt kein Takt mehr vorhanden ist, dann sind wir ja quasi am Ende des Liedes angelangt. Und dann müssen wir natürlich auch stoppen. Und deswegen, das ist der Grund, warum wir hier halt auch Stopp aufrufen. Und die andere Option ist halt, dass es von außen aufgerufen wird, wenn man halt von außen zum Beispiel Ctrl-C drückt und das Ganze beenden will. ja, und genau, Visual Studio Code ist also doch im Kern ein Microsoft-Produkt, bei seltsamen Fehlern einfach erstmal neu starten. Ja, ist nicht so ganz abwegig, das stimmt. Hast du zu diesem Abort-Error was rausfinden können? Nee, gerade noch nicht. Ich bin gerade noch auf der Suche. Das Schlimme ist, dass ich glaube, ich habe mich das letzte Mal schon über die Node-Dokumentation aufgeregt, oder? Warum hat noch niemand eine gute Node.js-Dokumentation aufgeschrieben? Oder kennt vielleicht, Frage an die Runde, kennt jemand eine gute Seite, die eine gute Node.js-Dokumentation hat? Ich kann nicht mal in der Node.js-Dokumentation suchen. Natürlich kannst du da suchen. Wo denn? www.google.de. Ah ja, Nein, ja, und dann Spaß beiseite. Nach Node.js Abort Controller. Du findest alles außer die Node.js-Dokumentation, weil sie ja auch nicht mal ihr SEO auf die Kette kriegen. Gibt es ein Chrome-Plugin für Visual Studio Code? Was ist ein Chrome-Plugin für Visual Studio Code? Ja, dass ich den Browser im Editor laufen lassen kann. Nicht im Ernst. Im Editor, es gibt die Chrome-Extension, die du dann in Chrome installierst und dann kannst du die beiden koppeln. Und dann kannst du ein Debugging-Session in deinem Okay, aber dass ich jetzt quasi in diesem Bereich hier ein Chrome-Fenster aufmachen kann im Editor, das gibt's nicht. Das weiß ich nicht. Es wäre spannend zu wissen. Ist die Frage, warum du es wollen würdest, aber Chrome-Tabs. Ja, dann kannst du nur Tabs in Chrome öffnen. Also, der Grund ist, weil ich dann aus dem Editor heraus scheren könnte mit dem Livestream, ohne immer Fenster wechseln zu müssen. Genauso wie mit dem Terminal. Das finde ich halt mega praktisch. Dadurch, dass es halt kein Chrome-Browser ist, sondern ein Electron, wirst du wahrscheinlich halt kein Browser im Ding, aber Gibt es keinen Chrome.js? Chrome in JavaScript neu geschrieben oder so? Okay, du wolltest, dass ich noch Node.js. Ich hab mal einen JavaScript-Browser. Ja, ich suche gerade selber noch. So, in welch dieser Latte an dem passt jetzt der Abort-Controller rein? Ja, global. Ach so, ja klar. Es ist übrigens der zweite Treffer bei Google, ne? Wenn ich Node.js Abort-Controller eingebe, ist der erste Treffer die MDN, der zweite ist Global Objects aus der Node-Doku. Und da sehe ich sogar in der Vorschau, the abort event is emitted when the abort controller abort method is called. Ja. Und dieses abort event, das könnte ich mir vorstellen. Bla 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 bla. Ja, es ist, also ich weiß es nicht, weil da steht nämlich, die Dokumentation ist, um es mal vorsichtig auszudrücken, suboptimal. Keine Ahnung, warum dieser Abort-Error kommt. Was sagt denn
Was sagt Google denn zu Node Abort Error? Erster Treffer, das Node.js Abort Error Behavior Meeting. Mhm. Abort Signal. Ah, hier. Beim Abort Signal in der MDN steht. Jetzt habe ich natürlich die Zeile verloren. Moment. Listen to this event. Wer lockt denn das? Also in der MDN heißt es, when abort is called, the fetch promise, also weil die das halt gerade im Kontext mit einem fetch zeigen, the fetch promise rejects with an abort error DOM exception. Klingt so ein bisschen so, als ob das tatsächlich dann halt so wäre, um halt irgendwie drauf aufmerksam zu machen, so, hallo, ich bin gerade abgeschossen worden. Das Ganze kommt... Mach doch mal ein Try-Catch um das Await-Stop. Das kommt aus dem Timer. Ach, der Timer meckert, oder wie? Ja. Das heißt, das wäre ja im Metronom. Weil wir hier Await Set Timeout machen und das ein Abort bekommt. Ah, und das schmeißt dann. Okay, verstehe. Allerdings ist mir das ja eigentlich ziemlich egal. Also, das ist ja das gewünschte. Mit welchem Exit-Code ist er denn jetzt zurückgekommen? Ja, eben mit einem. Mit einem Einser. Sollte er nicht mit einem Nuller zurückkommen? Oder? Nee, weil er ja abgestürzt ist mit einer Unhandled Exception. Ja, ja, schon klar, aber müssen wir, also geh nochmal in die Start-App, TS, Entschuldigung. Also, sorry, ja. Dann kommt er nieder zu Process Exit, oder? Genau, also weil er nämlich bei dem Stop durch das Abort-Controller Abort crasht. Ah, und dann ist es eine Unhandled Exception. Okay, das heißt, wir müssen da eigentlich einen Try-Catch drumherum. Also eigentlich ist es ja blöd, dass es eine Exception schmeißt, weil das ist ja, wir wollen ja. Ja, also eigentlich müsste das Try-Catch dann auch nicht hierhin, sondern eigentlich müsste das Try-Catch in das Stop. Eigentlich ins Metronom um den, oder? Ins Metronom um den, wo auch immer hin. Weil ich biete ja explizit die Option an, das zu aborten, damit ich ja nicht, dass ein Fehler fliegt, wenn ich es dann tatsächlich mache. Das heißt wahrscheinlich dann darum, oder? Also ist ja halt die Frage, ob hier ein Try-Catch überhaupt funktioniert. Also klar. Ob er das überhaupt an der Stelle fetcht. Also das Try-Finally hat ja auch funktioniert. Lass uns doch einfach mal hier ausgeben. Ja, so, schauen wir mal. I was here. Immer die aller sinnvollsten. Genau. Immer wollten wir nicht mal debuggen? Ach so, ja, das ich habe das. Okay, Moment. Ja, okay, jetzt klappt es so, wie es soll. Also, das ist die richtige Stelle, es funktioniert so. Jetzt sollte man vielleicht gucken, dass es so ein Abort-Error ist. Das ist das eine. Und dann hier natürlich nicht Konsole loggen, sondern einfach den Fehler ignorieren. Aber ja, wir könnten theoretisch debuggen. Da wäre ich jetzt auch echt gespannt, wie das geht, weil ich müsste ja mit diesem Aufruf das Ganze starten, aber den Visual Studio Code Debugger dranhängen. Ja, jetzt hasse mich. Weil es ist ja jetzt nicht einfach so ein nimm eine JS-Datei und starte die in Node. Also, dass ich dann Visual Studio Code easy dranhängen kann, ja, kann ich mir vorstellen. Ich könnte es natürlich jetzt erst kompilieren und dann das Kompilierte starten, das ist mir aber zu blöd. Deswegen wäre halt die spannende Frage, wie das funktioniert, falls das funktioniert. Das funktioniert, ich bin nur jedes Mal selber wieder am Gucken. Du musst auf jeden Fall, also was du machen musst, ist auf jeden Fall, vielleicht weiß es, ist ja auch jetzt jemand schneller, ist, links gibt es ja dieses schöne Debugging-Play-Feldchen, da genau, da kannst du drauf. Und dann musst du eine, erstellen Sie eine Launch-JSON-Datei. Okay, das möchte ich nicht. Also wäre jetzt mal, ja, theoretisch wäre es mal interessant zu sehen. Das ist aber dann so der Punkt, das landet dann ja im Projekt und ich bin kein Freund davon, im Projekt IDE-spezifische Sachen zu haben. Weil das führt dazu, der eine arbeitet mit Visual Studio Code, die nächste arbeitet mit IntelliJ. Ja, die ist ja auf der Gitignore, das ist ja nur für dich lokal. Die kannst du ja trotzdem anlegen und die wandert dann in ein .vs Code-Verzeichnis und das sollte eh auf der globalen Gitignore stehen. Na gut. Okay. Also erstellen Sie eine Launch-JSON-Datei. Umgebung wählen. Node.js. Node. Fangen wir mal damit an. Und jetzt ist es nämlich
Lass mich gerade mal gucken. Gut, wir haben wir TS Node im Projekt installiert, das wird die Sache leichter machen. Ja. Dann kopiere ich dir gerade mal eine Config. Mhm. Ich weiß noch nicht mehr, ob die noch tut. Christian sagt gerade, das ist aber auch fies, heute gerade laufen gelernt und jetzt gleich Triathlon laufen wollen mit der IDE. Ja. Auf jeden Fall. Wo ist denn sonst die Herausforderung? Ich bin mir noch nicht sicher, ob das tatsächlich das ist, was ich gerade wollte. Sicher, dass ich das da reinhauen soll, weil das sieht komplett anders aus als das hier. Weil zum Beispiel dieses Version gibt es nicht, dieses Configurations gibt es nicht. Ja, du hast recht. Das. Mach doch mal weiter. Ich find's mal ganz kurz nebenher raus. Okay. Wo ist denn jetzt diese Launch-JSON gelandet? Scroll mal hoch. Ich glaube, dadurch, dass sie sie nicht. Ach, da oben ist jetzt der VS Code-Ordner. Das heißt, den werfe ich auch erst nochmal weg. Kannst du wegschmeißen oder machst du ihn auf die Gitignore? Okay, so. Ich wollte die Exception fangen. Ich glaube, ich hab's. Mhm, schön. Aber mach mal weiter. Ich probiere es erstmal bei mir lokal aus und dann können wir immer noch mal. Okay, jetzt müssen wir einmal gucken. If XS Error. If XS Error. Ich würde gerne auf den Code prüfen. Das ist aber. Ach, das ist so doof. Die Error-Klasse, die ist in JavaScript, die ist so schlecht insgesamt. Das müsste ja dann hier im Prinzip as any sein. Das ist aber irgendwie auch doof. Und es kam gerade die Frage im Chat, Davids Tippen hört sich schön mechanisch an. Ist das eine Sherry MX Brown? Die Switches sind Brown Switches, ja. Aber es ist keine Sherry MX Brown. Das ist eine Moonlander. Ich zeige sie noch mal. Also das ist der eine Teil. Und der andere kriege ich doch, ich kriege ihn in die Kamera. So halb halt. Hängt leider am Kabel. ZSA Moonlander. Aber das sind Brown Switches drin. Kann ich nicht mithalten. Hab hier nur die langweilige Apple-Tastatur. Du, die ist auch okay. Die hört man wenigstens nicht. Ja. Okay, also. Genau, so jetzt ist also die Frage, wenn es also, wenn es dieser, wenn es das ist, dann einfach aussteigen. Und ansonsten machen wir ein Throw X. So. Fällt dir eine schönere Lösung ein als dieses Konstrukt hier? Ah, ich hab's hinbekommen. Was xsany.code? Ja, das Problem ist, wenn ich. Also eigentlich ist es ja ein Error. Also, okay, ich fange einen Schritt vorher an. Beim Catch kannst du ja inzwischen erzwingen, dass hier typisiert werden muss, was das ist. Du kannst blöderweise nur sagen, es ist any oder unknown. Unser Linter erzwingt, dass du unknown hinschreibst, weil wir any nicht erlauben und weil wir das halt nicht verwenden. Das heißt, also ich muss da hinschreiben, XS unknown. Und jetzt ist halt der Punkt an unknown, weiß ich ja erstmal nicht, was ich da so zur Verfügung habe, weil es ist ja unknown. Das heißt, ich muss das irgendwie casten. Und eigentlich würde ich ja sagen, XS error. Das Blöde ist nur, dass, ich weiß, wie ich es mache, dass die Code-Property nicht am Error existiert, weil die nicht standardisiert ist. Aber ich müsste ja hier sagen können, as abort error oder auch nicht. Nee. Oder man sagt, if x is. Oder wir nutzen diese wunderschöne abort error. Wie komme ich denn an diesen abort error dran? Das ist eine gute Frage, die ich dir. Ist das so offensichtlich nicht?
Ja, also deswegen wäre halt mein Ansatz halt hier dann zu sagen, ja, dann nehme ich halt Any und guck dann halt auf die Code-Property. Ist ja safe an der Stelle, nur schön ist es halt nicht. Aber ich wüsste nicht, wie ich es anders machen soll. So, wollen wir jetzt debuggen? Jetzt könnten wir mal debuggen, ja. Ich habe es dir gerade mal geschickt. Alles klar. Das heißt, also ich kopiere mir das einmal. So, das heißt, wir sagen hier, ausführen und debuggen. Erstellen genau, Sie eine Launch-JSON. Ja, wieso sind das jetzt vier Einträge? Eben waren es drei. Okay, warum auch immer. Dann kopiere ich das jetzt einfach einmal drüber. Ja. Genau, also der Trick ist hier im Prinzip, dass wir von TS Node die Register-Funktion verwenden, weil er das halt hier prinzipiell mal als Node-Programm ausführt. Ich weiß nicht, ob man auch NPX ausführen kann, habe ich auch mal irgendwo gesehen. Mhm. Und dass wir ihm Source Maps natürlich an die Hand geben, damit er das Ganze auch wieder zurück auflösen kann und halt als Program letztendlich den Pfad, also ich weiß nicht, warum das Program heißt, aber ist halt so, den Pfad zur App.ts. Und wenn du jetzt in die App.ts gehst, den Breakpoint setzt und dann den Debugger hier startest, dann sollte das gehen. Und was bedeutet das hier? Weil das ist ja keine PWA. Ja, frag mich nicht. Es gab mal Node und PWA-Node ist das neue. Okay. Also das heißt, jetzt setze ich hier einen Breakpoint, zum Beispiel hier. Okay, das ist vielleicht eine Nummer. Okay, lass uns mal einfacher anfangen. Erstmal vor dem Play. Ja. Und da drückst du oben auf das grüne Play-Icon. Aber du kannst ja mehr, du kannst mehrere Runtime-Konfigurationen anlegen. Also stell dir vor, du hast einfach mehrere Dinge. Oben ist so ein grünes Pfeilchen, wo Debug TypeScript steht. Hallo, Golo? Ich such's. Ich sehe es. Ach, da! Ah, okay, ja. Und aufs grüne, auf das grüne so. Play, auf das Play-Icon. Da drauf, okay. Jetzt, zack, hängst du dort. Okay, und jetzt, da oben, ja, okay, ja, das sieht jetzt vertraut aus. Okay, jetzt könnte ich einen Step in 2 machen, dann würde ich in der Play-Funktion landen. Genau. Ja, okay, ja. Okay, das ist schon nett, ja. Und damit stoppe ich das Ganze wieder. Ja, okay. Debugging-Konsole bitte weg. Ja. Okay, ja, das ist zugegebenermaßen, das ist ganz cool. Jetzt in der App hier diesen Breakpoint wieder weg. Okay, damit müsste jetzt ja das Problem, wenn ich jetzt Ctrl-C drücke, müsste das Problem weg sein. Jo, ist es. Okay. Das hat funktioniert. Dann haben wir jetzt unser Stopp. Das ist jetzt hier auch passend. Und hier, Maxi O hat gerade geschrieben, er hat ein Editor Live Preview. Es gibt tatsächlich, das wusste ich auch nicht, es gibt hier Live Preview von Microsoft. Das ist ein Plugin, wo du einen Browser-Tab innerhalb von. Okay, wie heißt das Ding? In Live Preview? Live? Das heißt nur Live Preview, Preview? Ohne Bindestrich. Ohne Bindestrich. Wobei das, nee, ich würde das ohne nehmen. Das obere ist halt Microsoft. Host, da kannst du zumindest local. Webseiten dort starten, aber es macht ja, okay, vielleicht kann man dann auch auf andere Seiten navigieren, das weiß ich nicht. Gibt es aber bestimmt auch. Wie gut funktioniert das, wenn man. Weiß ich nicht, ich habe es noch nie verwendet. Nein, das will ich gar nicht sagen. Ach so, wie gut funktioniert das, wenn man ein Plugin installiert? Wie restlos kriegt man das wieder weg? Indem du auf Remove drückst und dann ist wieder weg. Ja, nee, schon klar. Aber die Frage ist, wie sauber ist diese Deinstallation? Also ist das dann wirklich restlos weg oder ist das so wie, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, wie bei Windows, wenn man ein Programm deinstalliert, wo dann doch noch irgendwie 100.000 Dateien rumliegen und wo du dir dein System mehr und mehr zumüllst? Das ist auch so ein Grund, warum ich bei solchen Sachen skeptisch bin. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, was in den dass manchmal die Settings, die das Ding vielleicht anlegt oder die du gemacht hast, dass die in den Settings bleiben. Das Schöne ist mittlerweile, dass VS Code die Settings, die es nicht mehr, die keinen Sinn mehr haben, also die er nicht findet, auskraut. Ah, und dann kann man die im Zweifelsfall rausschmeißen, ja. Ja. Okay, und da die Settings zentral verwaltet werden, ist das relativ easy, da mal zu gucken, ja. Ja.
Okay, ist mir jetzt gerade trotzdem zu experimentell. So, ja, müssen wir so jetzt nicht experimentierfreudig bin ich jetzt gerade nicht. Aber es ist gut zu wissen. Mhm. Okay, dann gehen wir hin und sagen, jetzt können wir unser Handling von Noten von Noten verbessern und den Aufruf von PlayNote extrahieren. Also ich finde das übrigens, es ist sehr viel eleganter als das letzte Mal, was wir da jetzt gebaut haben. Und das macht irgendwie mehr Sinn. Und nimm es mir nicht übel, aber ich schmeiß den VS Code Ordner wieder raus. Ja, jetzt ist deine Runtime-Config wieder weg. Ich weiß. Der kommt auf die Git-Ignore-Liste, und zwar auf die globale. Okay, so, dann Handling von Noten verbessern und Aufruf von PlayNote extrahieren. Das nehme ich jetzt auch mal raus hier. So. Christian schreibt gut. Windows-Bashing geht immer. Wobei, man muss ja auch sagen, Windows hat sich auch gemacht, ne? Das stimmt. Ja. Wobei, glaube ich, wobei ich dazu sagen muss, ich habe auch seit Jahren kein Windows mehr in den Fingern gehabt. Also keine Ahnung, wie gut oder schlecht Windows inzwischen ist. Ja, fehlt mir inzwischen der Vergleich. Als Entwicklerin weiß ich es auch nicht. Ich habe ein paar Kolleginnen gehabt, die damit gearbeitet haben. Und da gab es immer mal wieder Probleme. Aber wenn die es konsequent aufs WSL2 setzen, dann, dann ist es wiederum mir ja egal. Ach ja, okay. Ah, herrlich. So, okay. Ja. MWHD fragt gerade, was benutzt du? Die Frage, was du meinst. Jetzt die Frage, genau, was gemeint ist. Also für die, die vielleicht ein bisschen später gekommen sind, noch mal kurz zur Info. Der Stream, das, was ihr seht und das, was wir machen, da liegen so 10, 15, 20 Sekunden dazwischen. Deswegen ist bei Fragen immer ganz gut, wenn ihr ein bisschen Kontext mitgebt, weil wir ansonsten nicht so genau wissen, worauf sich das bezieht, weil das halt schon eine halbe Minute bei uns vergangen ist, bis wir die Frage sehen, also bis die überhaupt mal bei uns ankommt. Falls es auf das Betriebssystem bezogen war, wir sind beide macOS. User. Mackies. Okay. Widerwillig, aber Mac-User. So, also das Ganze ist ja jetzt schon deutlich netter geworden, aber diese als IDE, okay. Ich normalerweise Atom, deswegen ich habe mich heute mal auf das Abenteuer Visual Studio Code eingelassen. Nachdem das Farbschema, ist ja das aufgefallen, David, seitdem das Farbschema auf Atom ist, habe ich nicht mehr so viel zu meckern. Ja, das siehst ist, du mal. Ja. Du bist so oberflächlich. Ich gehe dann mal, ne? Nein, Entschuldigung. Da kann ja jeder Editor kommen. Nachher nutzt du hier noch, keine Ahnung, Notepad++, nur weil es Atom-Farben hat. Wäre eine Überlegung. Wir können ein Plugin für Notepad Dreamweaver. Ja. Okay. Ja, kann man machen. Wie hieß dieses Ding? Gab es nicht mal vor 100 Jahren ein Editor, der hieß Homesite. Das muss so Mitte, Ende 90er gewesen sein. Das war, glaube ich, der Editor, mit dem ich HTML schreiben gelernt habe. Also nicht HTML, also mit dem ich HTML gelernt habe. Das weiß ich nicht, war vor meiner Zeit. Okay, sollten wir diese Funktion hier, dieses Async-Ding, sollten wir das auslagern in eine eigene Funktion? Dass wir hier quasi die Play-Funktion, die generiert die Stopp-Funktion, die startet das eigentliche Abspielen und gibt die Stopp-Funktion zurück. Also, weil das ist ja hier so ein relativ großer Klotz, das wäre doch mal der erste Schritt, was man mal in eine eigene Funktion extrahieren könnte, oder? Ja, wir müssen dann halt einen Haufen Zeug reinreichen, oder? Ist ja nicht schlimm. Okay. Wobei das natürlich wiederum doof ist mit, okay. Also im Prinzip sähe das ja so aus, dass wir, also diesen Async-Aufruf hier, den müssten wir ja beibehalten. Das heißt, wir brauchen auch diesen tollen Kommentar hier. Und wir da drin würden wir jetzt sagen. Brauchen wir? Was? Den Kommentar? Den Aufruf könnten wir auch auslagern, oder? Und dann halt hier nur wirklich sagen, so Play. Ja, aber dann ist die Funktion, dann hast du einen Funktionsaufruf, der sofort zurückkehrt und wo du keine Kontrolle mehr über die Funktion, das ist nachher zum Testen irgendwie nicht so cool. Und dann. Das ist auch jetzt zum Testen nicht so cool. Aber ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Also ich, würde das tendenziell relativ weit oben sozusagen machen, dass du an die, weil je weiter nach unten du es sozusagen einbaust, desto mehr Schichten hast du, die du nicht mehr gut testen kannst. Das stimmt. Man könnte es jetzt so, ja. Also, ja. Ich hatte gerade eine Idee, wie man es testbar, sowohl das eine als auch das andere Unit testbar hinbekommt. Mhm. Nämlich so, wie es du machst, aber dass man dass man jetzt diese gesamte, ab dem Await Reset Synthesizer kann man ja auslagern irgendwo hin. Ja. Dann hat das halt diese ganzen Dependencies, die wir halt dann haben, also die Reset Synthesizer-Funktion und alles, was da noch drin ist, Stopp und so weiter und so fort. Mhm. Aber dann wäre das ja immerhin mal Tester, weil man ja dann die ganzen Abhängigkeiten, ich weiß, du machst es nicht, aber mocken könnte oder stubben könnte oder was auch immer und dann halt reinreichen. Und wenn man dann dieses Gesamtkonstrukt in den Player reinreicht, statt es intern zu definieren, wäre der Player auch gut testbar. Weil das du dann im Prinzip prüfen konntest, wenn ich auf Play drücke, wird dann mein Play-Subfunktion aufgerufen. Ja, das stimmt. Okay, also das heißt, also das Erste, was wir ja vielleicht mal bräuchten, wäre für diesen ganzen Klops hier jetzt irgendeinen Namen. Wie soll denn diese Funktion heißen? Weil jetzt irgendwie sie Play zu nennen, ist ein bisschen Banane, weil dann rufen wir aus der Play-Funktion die Play-Funktion auf. Sowas ja, wie, sowas wie Play-Song ist halt irgendwie auch ein komischer Name. Start-Song. Ich dachte die ganze Zeit an Start oder an Loop oder sowas. Loop finde ich gut. Weil wir haben ja hier tatsächlich eine Loop. Und wir hatten ja mal gesagt, das ist auch schon wieder ein paar Folgen her, dass wir so einen Modus haben wollen, wo wir die x letzten Takte loopen. Das heißt, statt dieser Dings hier könnte es auch sein, dass dass wir einbauen, dass in dem Score gesagt wird, wenn du am Ende angekommen bist, wiederhole einfach die x letzten Takte. Das heißt, wir springen einfach wieder in der Position eine gewisse Menge an Takten zurück und der Song bricht gar nicht ab. Und insofern ist Loop eigentlich eine schöne Idee, weil das ist tatsächlich eine Loop, die da läuft. Also sowas wie, Loop, meinetwegen. Start Loop oder so, aber ja. Was, Await Loop? Ja, das ist ja eine Async-Funktion. Und okay, und jetzt wird dieses Konstrukt hier Banane, weil wir können ja einfach sagen, Loop ist eine Async-Funktion, die wir aber hier nicht awaiten. Ja, also das ist ja jetzt dasselbe, wie wenn wir das Ganze so machen. Ja. Und dann hier halt jetzt, Loop ist not bla bla. Dann haben wir halt hier ein Loop ist gleich eine Async-Function. Function bla bla liefert ein Promise Void zurück. Du draftest gerade noch, oder? Ja. Okay. Der Arrow muss weg. Das ist richtig. Ja. Und jetzt würden wir hier Promises must be awaited, bla bla. Und das würden wir jetzt ignorieren. Genau, und dann könnten wir nämlich uns dieses ganze Konstrukt außenrum sparen und diesen Inhalt hier bis hierhin. Oh, kann ich dir noch ein schönes Setting zeigen, dass das jetzt vielleicht ein bisschen leichter gemacht hätte? Ja, klar. Geh mal in die Settings. Ich weiß nicht, ob du das mögen wirst, aber den Bracket Pair Colorization. Bracket Pair. Also was ich mag, ist der Name. True. Ja, das ist dann, dass die so lustig eingefärbt werden, dass wenn du jetzt. Genau. Ach krass, das ist nicht nur, wenn du drauf gehst, sondern das ist generell so. Mhm. Ja, das macht den Code auf jeden Fall schön bunt. Und das auf jeden Fall, ja. Es ist tatsächlich cool. Ja, das ist cool. Bedürftig, aber es ist cool. Und du kannst auch die Farben einstellen und die Abstufung und wie viele Farben du willst, glaube ich. Ja, das ist nice. Doch. Oder was du auch noch machen kannst, zweites Setting, Entschuldigung. Geh noch mal in die Settings. Das habe ich beides an. Muss man aber auch mögen. Bracket Pairs und Bracket Pairs Horizontal. Das hier? Ja. Active. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ach so, dass du die Linie, hat er die vorher auch angezeigt? Ja, aber ich glaube, nicht hervorgehoben. Und das Bracket Pair Horizontal. Ja, nee, die waren auch da. Das ist, Wo ist da jetzt der Unterschied?
Ah, für die, ja. Gehen wir mal auf das vordere Bracket Pair. Zeig dir an. Hey, hast du das Setting jetzt ein oder aus? Es ist an. Machen wir noch das Bracket Pair Setting an. Aber mir fällt gerade auf, dass das bei mir auch. Vielleicht liegt das am Farbschema? Könnte auch sein. Okay, also lasse ich erstmal weg. Aber die Bracket Pair Colorization ist auf jeden Fall nett. Und stimmt schon, wenn man hier auf diese hervorgehobene Linie achtet, also wenn man an den Anfang des Blocks geht, dann sieht man da auf jeden Fall schön, wo er wieder aufhört. Ja, ah, jetzt das, weiß ich, was es tut. Ja. Mach's doch noch mal rein. Ja. Und das Bracket Pairs auch. Mach mal beides an. Es gibt auch noch ein Bracket Pairs. Ach so, Bracket. Genau, dieses Guides. Ja, das zweite. Ah, mh. Auch auf Active. So, oh, nee. Jetzt ziehst du. Das ist zu viel. Wobei. Jetzt warte ziehst mal. Du explizit von wo bis wo. Also, was ich zu krass finde, ist, wenn jetzt die Klammern eingefärbt sind und das Ding da kommt. Aber das ist schon cool. Das hat was. Also. Das ist nicht übel, weil das hilft dir halt enorm, finde ich, visuell diesen, diesen Scope quasi zu sehen. Um ganz kurz, sorry, hat gerade gar nichts damit zu tun, wir haben irgendwie ein paar Kommentare verpasst. Christian hat gefragt, gibt es Aptana eigentlich noch? Keine Ahnung, ich kenne es noch nicht mal namentlich. Meintest du Frontpage? Nein, definitiv nicht. habe ich nie verwendet und bin ich auch stolz drauf, dass ich das nie verwendet habe. Hi, schön, dass du da bist. Hi. Und Farblevel ist definitiv über 9000. Oder heißt das über 9000 Fakultät? Das wäre ja noch viel krasser. Mhm. Also so oder so, ja. Nein, aber das finde ich tatsächlich, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es hat was. Aber das zusammen mit der Farbhervorhebung von den Klammern ist mir dann zu viel des Guten. Das liegt aber tatsächlich, glaube ich, an deinem Farbschema. Weil bei mir, ich habe es jetzt auch gerade gedacht, bei dir ist das mit den Farben, mit dem Gold und dem Rosa und so schon ziemlich krass, weil es dann doch einen krassen Kontrast macht. Mhm. Der ist bei mir im Farbschema, fügt sich das irgendwie mit den orangenen und rosanen Sachen besser ein. Ja. Aber man konnte die auch mal festlegen, welche Farben. Ja. Oder das war ein Plugin, weil das war lange Zeit war das nur ein Plugin-Feature und jetzt haben sie es reingeholt, weil das Plugin nicht so gut performt hat. Ich finde die Farben aber eigentlich ganz in Ordnung. Tobi LetsMC hat gerade noch geschrieben, geh mal zu einer Klammer und drücke Ctrl-K, also vermutlich wieder Command-K. Wenn ich jetzt raten müsste, dann springt er zur passenden Gegenklammer. Nein. Okay, vielleicht ist es doch Ctrl-K. Nee, das definitiv nicht. Okay. Es ist wahrscheinlich auf dem Mac irgendeine andere Tastenkombination, aber nun gut. Und, by the way, hi. Und danke. Und Aptana war damals die IDE für Ruby on Rails auf Basis von Eclipse. Okay, noch nie gehört. Eclipse. Ich hatte aber auch mit Ruby on Rails nie irgendwas zu tun. Also weder mit Ruby noch mit Rails, von daher muss ich passen. So, Dille, ich würde sagen, wir ziehen die Loop-Funktion raus, oder? Ja, lass es uns tun. Loopy-Doopy. Fruit Loops. Okay, das ist natürlich jetzt super schlau, wenn man das so macht. Das heißt, okay, also es geht bis hier und dann hoppala. Das Scrollen ist aber schnell. Tastatur ist dann doch stabiler. Okay, also das heißt, wir machen hier eine Loop-TS. Und übrigens, also ich will ja auch nicht nur, also ich muss dir manchmal echt langsamer reden, mehr denken. Was ich dir echt zugestehen muss, also mit so ein paar Einstellungen, wie hier einer vernünftigen Eindrückung im Baum, einem Farbschema, was einem gefällt und so ein paar Dinge, die man mal weiß, wie zum Beispiel, wie das mit den Settings geht. Und so, das mit den Settings gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist echt cool. Also das ist halt echt komfortabel gemacht mit der einen Tastenkombination und darin, dass so dieses schlaue IntelliSense, ich meine, IntelliSense ist halt was, das kann Microsoft halt auch wirklich gut. Oh. Nur zwischendurch, bevor er weg ist. Ja.
Mach's gut. Schön, dass du da warst. Ja. Einen schönen Abend noch. Bis bald. Bis bald. Das gefällt mir echt gut. Das finde ich sehr, sehr schön. Jetzt auch das zum Beispiel mit diesem Highlighting, das ist ein schönes Feature, das gefällt mir auch gut. Das kannst du übrigens auch nach unten versetzen, wenn du magst. Das habe ich nämlich unterhalb und nicht oberhalb. Was kann ich nach unten versetzen? Dass das Pop-up unterhalb erscheint und nicht oberhalb. Also wenn du über Code hoverst, genau. Ach so, das ist mir. Meistens nervt es mich oberhalb, weil man Code von oben nach unten liest. Mhm. Und meistens die Leerzeile oder sowas unten dran ist und dann nimmt es weniger Platz weg, aber. Ja, okay, das ist mir eigentlich ziemlich. Oder zum Beispiel jetzt bei ESLint nervt es, weil du dann oben nicht das Disable siehst. Aber ja, Entschuldigung, ich unterbreche dich schon zum dritten Mal. Jetzt, bitte. Weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Nein, was ganz Spaß cool beiseite. Ist, was bei den Settings, ja. Also, ja, genau, was ich auch schön finde, was übrigens auch was ist, wo ich denke so, boah, ey, wie kann man denn sowas machen im Default? Also du hast dieses, völlig egal, welches Theme du nimmst, du hast so ein schönes, dunkles, relativ dezentes Farbschema irgendwie gewählt und dann hast du unten diese knallblaue Statusleiste. Das ist so das hässlichste Element in Visual Studio Code, wenn du das Ding startest. Das ist so, ja. mach in deinem Zimmer das Licht aus, alles schön irgendwie dunkel, so wie man sich halt irgendwie so den einsamen Entwickler, die einsame Entwicklerin vorstellt, so klischee-mäßig. Und dann hast du diesen grellblau leuchtenden Balken. Und da frage ich mich echt, was ist denn das für eine bescheuerte Designentscheidung gewesen? Und das ist aber jetzt auch, wenn man ein Theme hat, wo das halt einfach mal weg ist, es nervt nicht mehr, weil du die Statusleiste nicht mehr ständig, weil dann nicht mehr dauernd am unteren Bildschirmrand was ist, was sagt, hallo, siehst du mich? Ja, hier, ich bin übrigens auch noch da, hallo, nimm mich doch mal wahr, klick doch mal auf mich drauf, hallo. Also so kam mir diese Leiste halt vor. Und das ist jetzt, wenn die einfach mal dezent im Hintergrund ist, dann ist das schon mal eine ganze Ecke besser. Kannst du auch definieren, übrigens, welche Farbe das Ding haben soll. Ja. Also es macht nicht nur das Theme, sondern ich habe es in meinem Theme nochmal überschrieben. Um so, das tatsächlich das schöner zu machen. Guck mal, ich fange an, die Features zu benutzen. Und also es ist so ein bisschen, also es gibt noch so ein paar Sachen, die sind so ein bisschen ungewohnt, wie zum Beispiel, wenn du jetzt auf aber das sind halt wirklich so Dinge, die sind halt einfach so, weißt du, das ist so Muscle Memory. Wenn du jetzt irgendwo drauf zeigst, wie lange dauert es, bis das Pop-up kommt? Das geht im Moment sehr schnell. Mhm. Das dauert bei Atom etwas länger, finde ich angenehmer, weil nicht ständig irgendwo was aufpoppt, bloß weil du mal irgendwo 10 Millisekunden mit Mauszeiger stehen bleibst. Mhm. Aber das ist Gewöhnungssache. Also damit, denke ich, kann ich mich anfreunden. Was ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig finde, ist dieses, wenn du jetzt zum Beispiel auf Async klickst, dass das Ding gehighlightet wird und das Await auch noch gehighlightet wird, weil es ist ja gerade gar nichts markiert. Und das vermittelt so visuell, dass etwas markiert wäre, was aber gar nicht markiert ist. Und aber wie gesagt, das ist ziemlich Delay, bin ich mir ziemlich sicher, kannst du dir Inlay-Hints, Delay kannst du wahrscheinlich auch, Hover-Delay kannst du einstellen, wenn dir das zu schnell ist gerade. Das ist das Editor-Hover-Delay dann wahrscheinlich, ne? Ich schätze mal, ja, ich hab's. Kannst du mal auf, setz das mal auf 2 Sekunden, dann wirst du es sehen. Ja. Visual Studio Code ist voll langsam, ne? Es dauert ewig. Okay, das ist jetzt ein bisschen rumprobieren. Ja, 500 finde ich schon angenehmer als 300. Also. Mhm. Aber ja, da muss man mal ein bisschen rumprobieren, was man da irgendwie. Ja, das dauert zu lange. Ja, 500 scheint erstmal gut zu sein. Editor, Hover, Delay. Das ist halt echt schön, dass du halt viel Blödsinn konfigurieren kannst und das aber halt auf eine relativ intuitive Art. Das gefällt mir. Und ja das mit dem, mit dem Debugger, das ist auch nice. Auch wenn ich nicht so der Debugger-Freund bin. Und worüber jetzt wir ja noch gar nicht gesprochen haben, ist hier zum Beispiel die Git-Integration und so. Da bin ich ja auch großer Kommandozeilen-Anhänger. Ja, aber die auch nutze das ich auch kaum. We'll see. Ich nutze ein bisschen zum Committen, aber ich nutze tatsächlich meistens auch noch die Command-Line. Ja. Christian hat gerade noch gemeint, wenn man ein grell-grün blinkendes MIDI-Gerät neben sich stehen hat, sollte der blaue Balken doch das kleinste Problem sein. Ja, aber das Ding ist halt dauernd in deinem Blickfeld, wohingegen das, was hier links von mir passiert, kann ich ziemlich gut ignorieren. Aber ja, klar, prinzipiell logisch. Hast du prinzipiell nicht ganz unrecht. Und auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Der Trick ist, die Maus einfach nicht zu benutzen. Dann hast du auch nicht ständig irgendwelche nervigen Pop-ups.
So, wir haben das Loop und wir müssen hier irgendwelche lustigen Parameter reingeben. Die erste Frage, die sich mir stellt, können wir das Metronom und die Signature nicht in der Loop definieren? Weil das brauchen wir hier draußen überhaupt nicht. Weil hier haben wir eigentlich nur den Abort-Controller, das Abort-Signal. Wir starten die Loop und geben die Stoppfunktion zurück. Dann können wir das vielleicht tun, ja. Das würde auch die Testbarkeit enorm erhöhen. Und wobei, das würde die Testbarkeit von der Loop-Funktion enorm verringern. Aber ja, irgendwo müssen wir es ja definieren. Ja, lass es uns, bin ich eh Fan von. Also warum was reingeben, wenn es nur innen gebraucht wird? Ja, ja. Das Abort-Signal wird tatsächlich auch nur innen gebraucht. Nee, das brauchen wir in der Stopp-Funktion außer. Ach so, das Signal. Ja. Also wir könnten diese drei Zeilen hier rausziehen, dann sähe das Ganze so aus. Was ich sehr clean fände. Ja, wobei, nee, warte mal, das Abort-Signal müssen wir reingeben, weil das ist ja aus dem Abort-Controller, den wir hier brauchen. Ja, aber könnten den Abort-Controller. Ja, okay, das ist das gleiche wie vorhin, ja. Okay, dann geben wir das Abort-Signal also, rein. Wir können, ja, aber das, Metronome und Signature, das könnten wir definitiv hier reingeben und das könnten wir hier quasi. Es wird nicht gehen. Weil? Weil die Stoppfunktion, wir sie sowohl innerhalb als auch außerhalb brauchen. Oder? Wir können doch Stoppfunktion, Zeile 14. Ja, die können wir doch als Parameter reinreichen. Können wir natürlich, ja. Okay, das heißt, also ja, wir müssen. Es wird ein bisschen komisch, weil wir eine Funktion reinreichen, die. Ja, aber egal. Können wir machen. Ja, das heißt, wir müssten hier das Abort-Signal reinreichen und die Stoppfunktion. Mehr ist es nicht. Ja, Oliver schreibt die GitLens-Plugin übrigens. Das ist tatsächlich ein großer Vorteil von GitLens. Also GitLens ist ein Plugin, das nochmal die Git-Integration besser macht. Und wenn du dann hoverst, siehst du tatsächlich, wer den Code als letztes angepackt hat. Mhm. Manchmal. Das ist quasi das in die ID integrierte Git Blame. Dass du direkt sagen kannst, welcher Depp hat das geschrieben, zeigst drauf und siehst, du warst es. Also du selber. Ja, genau. Also es ist man ist es ja immer selbst. Testbarkeit. Seit wann wird denn hier getestet? Seit wie viel Stunden Code benutzt wird? Ja, okay. Punkt für euch. der Witz an der Geschichte ist natürlich jetzt, dass wir das Abort-Signal, warum müssen wir jetzt das Abort-Signal reinreichen? Eigentlich gar nicht. Wir rufen jetzt Stop aus. Wir reichen das wird aber ans Metronom durchgereicht, deswegen. Ah ja, stimmt. Ja. Was dafür sprechen würde, weil das finde ich jetzt ein bisschen unlogisch, das Abort-Signal da reinzureichen und eine Stopp-Funktion, die beiden Dinger doch draußen zu lassen. Ja. Okay, dann lass sie oder halt die Stoppfunktion da drin zu definieren und rauszureichen und dann haben wir bald das gesamte Play-Funktion in dem Loop drin. Genau, also das heißt, wir haben, also dann brauchen wir das Abort-Signal nicht reinreichen, wir müssen das Metronom reinreichen, wir haben die Signature und wir haben die Stoppfunktion. Und die Score. Ja, you are so right. Score, Metronome, Signature, bla bla. Wenn jetzt hier oben irgendwas nicht mehr verwendet wird, würde er uns das anzeigen? Ja. Also wenn ich jetzt nur mal spaßeshalber das aus... Ja, okay. Blöde Frage, natürlich zeigt eine IDE. Natürlich! Also, ich möchte dir noch ein schönes Feature gerade mal zeigen, und das ist mir gerade aufgefallen. Geh mal in die App-Tests, ich weiß aber nicht, ob er Elektron. Elektron? Atom. Atom das auch kann. Hover beispielsweise mal Process On. Hover mal über dem On. Und weiter? Hat Atom da auch die Dokumentation, was das tut? Also, es kommt ein Pop-up. Die Preisfrage ist, was da drin steht. Und ein Pop-up müssen wir endlich mal größer machen. Wieso? Mal, das gibt's nämlich auch. Weil der da schon wieder Dinge abschneidet, das geht ja gar nicht. Ach so. Ich dachte, der macht das einfach so groß, wie es notwendig wäre.
Da drin kann man scrollen. Okay, das muss man. Ja, das muss man wissen, das muss einem auffallen. Dann würde ich es aber erstmal so lassen, weil noch nerviger als Pop-ups, die ständig aufpoppen, weil sie zu schnell kommen, sind Pop-ups, die immer den ganzen Bildschirm einnehmen. Und das ist ja so schon durch die Schriftgröße schon relativ groß. Würde ich, glaube ich, erstmal so lassen wollen. Ja, weil dir vorher ein paar Mal abgeschnitten war, deswegen dachte ich jetzt. Aber okay, wir können es lassen. Ich habe es meins einfach ein bisschen breiter gemacht. Aber. Ja. Ja. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier ein Parameterobjekt und zwar haben wir Score, Metronome, Signature, Stop. So, und ich weiß die Tastenkombination sogar noch. So, Score ist Score. Okay, das ist schön. Das ist schön. Wenn du das jetzt hier hinschreibst, dass er dir das. Okay. Warum hat das jetzt. Normalerweise, ja, das frage ich mich auch gerade, warum er das jetzt beim Metronom nicht mehr hinkriegt. Weil wir keinen Typen dafür haben, weil es kein Metronome gibt, weil das dieser lustige Async-Generator-Krams hier ist. Was vielleicht dafür spricht, dass wir das Ding als einfach nur als Type-Alias rausziehen sollten. Yep. Und was heißt, wir sollten das hier. Kann ich da jetzt hier draufklicken und sagen Extract to File? Nee, aber was du gerade hättest machen können, ist Extract to Type-Alias. Mach nochmal rückgängig. Ja, doch, hier, guck mal. Man kann draufklicken, dann sagen Refactoring durchführen und dann Move to New File. Ah, ja, stimmt. Metronome TS. Er hat es oben sogar eingefügt. Und Metronome TS. Ja, okay, das ist nicht ganz das, wie ich es geschrieben hätte, aber im Prinzip ist es okay. Das heißt, wir sagen Type Metronome, bla bla, Export Metronome. Mhm. Du hättest auch gerade, wenn du mal, geh nochmal übers Metronome. Ja. Nee, unten in Zeile 8. Ja. Wenn du das markierst, dann müsste da auch eine Funktion gehen, Extract to Type Alias. Ich bin nur gerade unsicher, ob es da jetzt auch noch geht. Aber bei Strings und so kannst du das rausziehen. Mhm. Ja, okay. Das ist nice. Da bin ich übrigens mal sehr gespannt. Also ich finde das, also jetzt mal ganz unabhängig davon, es ist ja eigentlich mehr aus Blödsinn entstanden, diese Idee. Ha, lass uns mal so ein Visual Studio Code versus Atom Dings machen. Zumal du es ja noch nicht mal wusstest, dass ich dich damit heute überfallen würde. Stimmt. Bin ich aber stolz drauf, dass ich mich auch nicht verplappert habe. Was ich mal mega spannend fände, wäre, jetzt haben ja bei uns, irgendwie hat ja so jeder so seine oder ihre Lieblings-Editor-IDE. Hannes zum Beispiel arbeitet ja mit WebStorm. Aktuell. Und WebStorm ist von JetBrains. Und ich habe ja vor vielen, vielen, vielen Jahren habe ich ja auch .NET gemacht. Ich komme ja ursprünglich aus der .NET-Welt. Und ich habe JetBrains als den Hersteller des einen mit Abstand wichtigsten Plugins ever für Visual Studio. Also nicht Visual Studio Code, sondern das große Visual Studio in Erinnerung, nämlich ReSharper. Das war die ultimative Refactoring-Geschichte. Und Und jetzt würde ich mal davon ausgehen, dass bei einer IDE von JetBrains diese Fähigkeiten ja auch drin sind. Und da hat, glaube ich, JetBrains massives Know-how in dem Bereich. Und das würde mich mal interessieren, jetzt einfach mal so spaßeshalber, wie sich WebStorm im Vergleich so schlägt und was man da so machen kann. Wäre vielleicht für die Zukunft auch mal ganz lustig. Aber definitiv. Ja, so. Ich traue da WebStorm viel zu, weil das ist ja auch das, was ich immer wieder sage. In Sachen Refactorings habe ich WebStorm, ich habe es halt jetzt seit Jahren, bald Jahrzehnte nicht mehr verwendet. Und ich habe es aber damals für JavaScript, da war ich noch nicht TypeScript-Entwicklung, aber JavaScript, als unglaublich mächtiges Refactoring. Also das hat damals schon Refactorings gehabt, die ich in Visual Studio Code bis heute echt vermisse. Also so Dinge wie den die Argumentenliste anpassen, dass das auch bei allen Aufrufern dann irgendwie verändert hat, die Typen und den ganzen Kram. Diese Refactorings, Renamings, das hat da viel, viel, viel zuverlässiger funktioniert als in Visual Studio Code. Und es gab auch viel mehr Optionen für Refactorings. Und ich glaube, da traue ich WebStorm das nach wie vor zu, dass die das vermutlich nicht verschlechtert haben, sondern eher noch verbessert. Ja. Von dem her fände ich das
übelst spannend, das nochmal zu sehen. Ja. Ein kleines Hinweis, es gibt ein schönes Plugin, das ich nutze, wo so zumindest ein paar zusätzliche Refactorings anbietet, das nennt sich Abracadabra. Mhm. Das macht im Prinzip weiter dieses Kontextmenü um einen Haufen zusätzlicher Refactorings, also Extract Variable und so weiter und so fort, oder ein Interface aus einer Klasse heraus generieren und solche Sachen. Das ist dann auch ganz cool. Ja. Weil gerade die Frage kam, kann man den Livestream auch morgen nochmal anschauen? Ja, also das hat ja auch gerade schon Christian beantwortet. Also ja, YouTube speichert das. Das heißt, unter genau der gleichen URL kannst du halt einfach im Nachhinein auf die Aufzeichnung zugreifen. Genau, und da kannst du dir das Ganze nochmal in Ruhe dann entsprechend anschauen. Also von daher haben wir das Feature. Du kannst auch die ganzen vergangenen Livestreams dir anschauen, wo der Code entsteht, auf dem wir jetzt heute aufbauen. Hugo hat gerade noch geschrieben, die WebStorm Refactorings sind identisch mit ReSharper. Das hört sich schon mal sehr vielversprechend an. Und Bert hat gerade noch geschrieben, bald kommt ja auch Fleet, der Editor von JetBrains. Habe ich persönlich noch nichts von gehört. Ist aber ein spannender Stichpunkt oder ein spannendes Schlagwort, werde ich bei Gelegenheit auch mal nachschauen. Also bin da ja durchaus neugierig, was sich so tut. Man muss ja nicht immer auf jeden Zug aufspringen, aber zumindest mal zu wissen, was gibt es denn so an Entwicklungen, finde ich sehr spannend. Naja, und Hugo schreibt gerade noch, ich arbeite mit Rider, das ist ja die C-Sharp-IDE von JetBrains, WebStorm und IDEA, die sind sehr gleich. Okay. Gut, wir haben 20.23 Uhr, das heißt, wir haben noch so ungefähr 40 Minuten Zeit, bis so zu unserer üblichen, also wir machen ja in der Regel so 3 Stunden plus minus. Von daher gucken wir mal, oder würde ich jetzt gerne mal gucken, dass wir vielleicht dieses Refactoring durchkriegen und vielleicht zumindest ganz hacky, das noch mit dem Stoppen und Halten, okay, das Halten von Noten werden wir nicht reinkriegen heute mehr, aber zumindest Stoppen von Noten wieder reinkriegen. Mhm. Das fände ich ziemlich cool. Was wir brauchen, ist hier der Import für das Metronom. Dann haben wir die Signature, das ist hier einfach Signature, und wir haben Stopp, das ist tatsächlich was, wo ich jetzt sage, das ist mega praktisch, dass er dann halt automatisch oben die Imports generiert. Das ist schon cool. Und wir brauchen das Reset Synthesizer. Das war ein schönes Wort. Synthesizers. Das heißt, das müssen wir hier hinschieben. So, wir brauchen außerdem die Synthesizer. Oh no. Können wir nicht die Reset Synthesizer-Funktion als solches reingeben? Das wäre natürlich auch eine Option. Ja, im Prinzip schon. Weil wir müssten die Synthesizer jetzt nur reingeben. Und was wäre, wenn wir sie gar nicht reingeben, sondern wenn wir, bevor wir Loop aufrufen, das Await Reset Synthesizers hier aufrufen? Ja, fände ich viel schöner. Macht vielleicht mehr Sinn. Dann muss die Play-Funktion aber Async sein, was ich übrigens ziemlich cool Doch, das ist cool, weil dann ist nämlich die Play- und die Stopp-Funktion endlich wieder synchron zueinander. Das hat mich die ganze Zeit genervt, dass Stopp eine Async-Function ist, aber Play nicht. Jetzt ist dir gerade aufgefallen, was du gesagt hast? Nein. Dadurch, dass sie Async sind, sind die synchron zueinander. So. Nein, sie sind asynchron zueinander. Stimmt. Okay, also wir machen das Reset außerhalb von dem Ding. Dann ist es nämlich Hallo. Achso, ja, okay, den Cursor da vorne habe ich nicht gesehen. Dann ist das nämlich da so. Und dann müssen wir jetzt in der App.ts hingehen und müssen hier sagen, wait. Und dann kommt jetzt einfach hier wieder unser AIEFE drumherum. Unsere Asynchronous Immediately Invoked Function Expression. Tolles Wort. Und dann haben wir das Ganze so. Brauchen hier noch schnelle Problembehebung. Behebung. Und dann fehlt hier noch das Promise Void. Und dann ist gut. So. Was ich übrigens voll praktisch finde an Visual Studio Code, ich weiß nicht, ob du das schon kanntest, ist, wenn du jetzt hier so einen ESLint-Kommentar nicht hast und den bräuchtest, dann musst du das nicht eingeben. Also du musst dir das nicht immer alles merken, sondern du kannst einfach auf schnelle Problembehebung gehen und das dann hier dir generieren lassen. Kanntest du das Feature schon? Weil du hast das ja immer hingeschrieben von Hand. Das hier, ich war da immer sehr beeindruckt, wie du dir das merken kannst, wie man das hinschreiben muss.
Das war ein Witz, weil das ist genau das, was du vorhin zu mir. Ja, okay, es war ein schlechter Witz. Entschuldigung, ich habe gerade nicht aufgepasst, gebe ich ehrlicherweise. Hat man gar nicht gemerkt. Okay. Ich war hier gerade, weil mich das gerade interessiert hat, weil ich bei den Refactoring-Sachen bei Abracadabra wollte ich schnell was schauen und dann habe ich gesehen, es gibt Alternativen dazu, mittlerweile deutlich mächtigere Refactoring-Alternativen. Und da habe ich mir das gerade kurz angeschaut, weil ich dachte, vielleicht ist das was, was wir versuchen könnten. Aber es ist nichts, was wir jetzt versuchen sollten. Ja. Die PPQN brauchen wir noch, weil die wird hier für die Berechnung der Position verwendet. Die möchte ich aber eigentlich nicht reinreichen, weil das sollte hier eigentlich eine Pulses per Quarter Note. Wie viele am Metronom, wie viele Ticks man pro Viertelnote bekommt. Da haben wir das haben wir jetzt ja auch schon 27 Mal in der Gegend hin und her geschoben. Es sollte ja eine relativ globale Einstellung sein, weil das ist eigentlich was, was ja überall gleich sein muss. Also vielleicht sollten wir das tatsächlich mal in eine eigene Datei auslagern, auch wenn das ein bisschen Banane ist, irgendwie eine Konstante in eine eigene Datei stecken, aber es macht Sinn irgendwie an der Stelle. Und was total cool ist, jetzt kannst du hier halt draufklicken mit dem Rechtsklick und sagen Refactoring durchführen und okay, du musst die Zeile markieren, machst einen Rechtsklick drauf und sagst Refactoring durchführen, was total cool ist und dann sagst du Move to a new file und dann haben wir hier eine PPQNTS. Und hier ich hätte es ja nicht gedacht, aber irgendwie ist Visual Studio Code doch ganz sympathisch. Und du hast ja noch nicht mal angefangen mit den Refactorings und alles. Ja, also zum Beispiel gehen wir auf Loop oben, Seite 6. Moment. Ich weiß nicht, ob Atom das auch kann, aber Seite Loop, Zeile 7. Ja, und dann noch mal, drück mal F12. Oder Rechtsklick, Peak. Da siehst du jetzt, wo es überall aufgerufen wird. Ein Create Player beispielsweise. Ach so, hier siehst du jetzt, wo es verwendet. Okay, mich hat die Darstellung gerade irritiert. Also das ist jetzt das eigentliche Fenster, wo ich herkomme. Dieses Ding, worauf dieser blaue Pfeil zeigt, das wird in jetzt wird hier so ein Subfenster eingeblendet und hier kann ich jetzt wechseln zwischen den Stellen, wo es verwendet wird und die werden dann hier angezeigt. Das ist schön, ja. Wie heißt denn das Feature? A peak Reference auf Englisch, ich weiß aber nicht, wie auf Ah, gehe zu Definition. Ah ja. Okay. Gut, dann haben wir das. Und dann müsste das jetzt ja eigentlich wieder laufen. Das heißt, lass es uns einmal starten und gucken oder hören, ob es noch geht. Jo, tut. Okay, das sieht schon mal gut aus. Dann haben wir jetzt hier drin unser Looping. Unseren Looping. Und jetzt müsste eigentlich hier, wo der Step rausgezogen wurde, eigentlich müsste man jetzt hier eine Handle-Step haben. Die dann abhängig davon, was das für ein Step-Type ist, halt irgendwas macht. Ja. 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 Und da geben wir was geben wir da rein? Da geben wir den Step rein, da geben wir den Score rein. Den Track-Index. Den Track-Index. Und das war's. Ja. Beziehungsweise wir könnten den Track vielleicht reingeben, weil Score Tracks an der Stelle Track Index. Warte mal. Score. Nee, Tracks wir brauchen den Track. An der Stelle Track Index. Const X ist gleich. Ist, ja, an der Stelle Track Index. Ist das jetzt nicht einfach, das ist doch der Track, das ist doch das gleiche Ding wie das hier. Ach nee, das ist das. Nee. Hä? Wie wäre es, wenn wir das Pattern und Pattern Index nennen? Ja, das ist völliger Quatsch. Also das heißt, jetzt geht man hier drauf, drückt F2, sagt Pattern Index. Genau. Und ja, aber hier unten ist es der Track-Index. Ja, da hat es jetzt auch gerade mit umbenannt, weil du gerade Refactoring gemacht hast. Ja, aber hey, Moment. Also, okay, das hier schmeiße ich noch mal raus.
Aber das hier ist doch diese Variable. Ja, wenn du jetzt F2 drückst, jetzt heißt es wieder Track Index. Weil ich es rückgängig gemacht habe. Ja. Und wenn wir das jetzt in Pattern Index umbenennen, dann benennt es das unten ja auch um. Aber ja. Es ist ja nicht der Pattern Index, es ist der Track Index. Ach so, darauf wolltest du hinaus. Ja. Was ist denn in Bar Entries drin? Das ist ein Array. Ja, aus einem. Wir sollten uns einmal kurz nochmal so eine Song-Definition anschauen. Mhm. Hier der Score, das ist das hier. Also die Bars, da holen wir uns ja eine Bar raus, also eine so eine Zeile. Hallo, eine so eine Zeile. Das ist ein Array und da gehen wir drüber. Und das ist quasi das Pattern für den jeweiligen Track. Es ist ein Pattern, was wir kriegen, aber für einen bestimmten Track-Index. Insofern ist Track-Index richtig, aber es ist hier ein Pattern und kein Track. Okay. Macht auch hier mehr Sinn, dass wir einen Step aus einem Pattern holen und nicht aus einem Track. Ja. Also das heißt, Track sollten wir umbenennen in Pattern. Und dann übrigens bei dem Renaming eine Sache gibt es, die mich dran nervt. Ja. Oder die echt gefährlich ist, wenn du das bei einem Import machst. Also wenn du oben bei einem Import. Ja. Also kannst du ja machen, wenn das deine eigenen Module sind, ist alles gut. Wenn du das aus Versehen bei einem Node-Modules-Import machst, dann benennt er dir im Node-Modules-Ordner das Ding um. Und das, dann geht alles schief. Aber die IDE macht doch genau das, was du ja sagst. Ja, okay, das ist tatsächlich. Da muss man ein bisschen aufpassen, ja. Da muss man aufpassen, weil das ist mir schon. Und dann machst du es rückgängig und dann macht das aber in den Node-Modules gegebenenfalls nicht rückgängig und dann hast du Fehler, wo du dir nicht mehr erklären kannst. Ja. Vorschlag, was hältst du davon, wenn wir das hier machen? Wir holen uns den Track aus dem Score anhand des Track-Index. Und geben dann nur noch den Track in. Und geben den Track. Das müsste jetzt ja so auch funktionieren. Track müsste jetzt ja vom Typ Track sein. Und dann geben wir den Track und den Step rein. Ja. Das heißt, hier haben wir dann eine Handle. Track Step. Step Track. Oder Strack, um es zusammenzuführen. Das ist besonders. Eigentlich will man einen konkreten Step behandeln. Das ist das, was im Zentrum steht. Handle Step. Und dann geben wir da den Step rein und, weil man es zusätzlich braucht, den Track. Mhm. Und das heißt, wir müssen die vorher definieren, eine Handle-Step-Funktion. Das hättest du jetzt auch übers Refactoring machen lassen können. Ah, okay, ja, gut. Trap und Stack. Step ist ein Step und Track ist ein Track. Wieso rutscht das jetzt gerade nach unten? Hat der jetzt oben Der hat dynamisch da Sachen reingehauen, okay. Step, Stop, ja. Die ist void und da kommt jetzt im Prinzip sowas hier rein. Weißt du, was das ist? Das ist ein Step Reducer. Stimmt. Na, eigentlich so, und das, nicht, weil es hat halt einen Effekt. Ja, okay, das ist ein Action Reducer. Nein, ach, egal. So, und das ziehen wir jetzt raus in eine eigene Datei. Das heißt, wir sagen Refactoring durchführen. So viel zum Thema deutsches Sprachpaket. Du kannst es auch über Control-Shift-R, das Menü, es sieht halt leider keiner, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob es funktioniert, aber normalerweise das Refactoring ach so, über ja. Ach so, das stimmt, das hat gerade auch keiner gesehen. Also ein Teil der Menüpunkte ist auf Deutsch, ein Teil ist auf Englisch. Aber gut, aber irgendwie gibt es jetzt kein Extract-to-File. Echt nicht? Nein, wenn ich jetzt ohne das Ganze zu markieren, nee, dann auch nicht. Convert-to-Named-Function. Komm, dann kopiere ich es halt raus und mach's von Hand. Ja. Also, dann haben wir hier eine Handle-Step-TS. Export Handle-Step. Dann müssen wir dann hier oben.
Step importieren. Step Track importieren. So, und dann müssen wir hier jetzt einfach sagen, Handle Step importieren und die zwei hier können raus und das muss ein Stück nach oben. So, ja, dann sieht das doch jetzt auch schon ganz übersichtlich aus, die Loop-Funktion. Mhm. Jetzt haben wir nämlich dann hier nachher auch die Loop-Logik drin, mit wann endlos geloopt werden soll und so. Und jetzt können wir in die Handle-Step gehen. Jetzt kommt der einfache Teil. Jetzt müssen wir ja hier einfach nur hingehen und sagen, jetzt machen wir, im Prinzip würde ich jetzt hier einen Switch machen. Ja. Switch anhand des Step-Types. Und jetzt hier sagen Case Note. Ich bin kein Switch-Case-Fan, aber ja. Wir können es auch ohne. Also ich mag das Ding auch nicht so wahnsinnig. Wir können es auch gerne ohne machen. Warum ja, magst du es nicht? Ich weiß es nicht. So Windows habe ich es mal mögen gelernt. Nee, das ist so, es ist so viel Overhead und so schlecht erweiterbar. Und dann mit diesem Default und so, das Default willst du vielleicht gar nicht. Und ich habe mich dann immer gefragt, also auch auslagern da jetzt dann in eigene Funktion ist schwierig. Und wenn ich das in der Map mache, also sprich, ich habe einfach ein Objekt, wo links dann Node steht und rechts eine Funktion, dann sehe ich das irgendwie besser. Und dann brauche ich ja nicht Break und kann, ja. Das ist richtig. Also du würdest es so machen, dass wir sagen hier const. Die kannst du auch außerhalb definieren. Also ich kann jetzt quasi oben die Map definieren und dann wird es plötzlich, kann ich es dynamisch erweitern und pipapo. Aber es ist schon okay. Also das ist jetzt auch so. Ich hab heute wieder Code geschrieben. Ich weiß, man kommt ja irgendwann so, wo man sich denkt, ja, es ist jetzt nicht der super elegante Code, weil es drei If-Statements waren, weil ich auch im Prinzip drei Fälle abgefrühstückt habe und dreimal ein anderes Array. Und ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich das noch mörderoptimiert und das ist. Und da habe ich mir jetzt gedacht, drei If-Statements ist doch okay. Es sind irgendwie 20 Zeilen Code, es ist ein Code, der ganz tief verschachtelt, der ist getestet. So what? Ja. Und das denke ich mir hier jetzt auch gerade, okay, man könnte das jetzt in eine Map auslagern und für alle Fälle der Fälle irgendwie vorbereiten und dann sieht es schön aus. Ja. Aber so ein Switch-Statement ist doch jetzt auch lesbar. Und es ist jetzt nicht so, als ob da jetzt 1000 Fälle kommen werden, sondern wir haben drei oder vier, wenn es hochkommt. Ne? Wir hätten sowas wie ein Unknown-Step oder ein Invalid-Step oder so, wenn jetzt hier im Default-Case, wenn irgendwas kommt, womit wir nicht rechnen. Ja. Was denn? Ja. Ach so, das war die Frage. Ja, hätten wir. Invalid Step Type, oder? Ja, okay. Also, das wäre dann Step Type Invalid. Oder Extends so. Defect Code Step Type Invalid. Oh, das Und, Around hat jetzt auf Anhieb funktioniert. Was hat funktioniert? Dass du das mit einfachen Anführungszeichen surroundest. Ja, das hat deswegen funktioniert, weil ich das ohne geschrieben habe, es markiert habe und dann einfache Anführungszeichen getippt habe. Also das war keine IDE. Das wusste ich gar nicht, dass IDE das kann. Also dass er das dann selber, dass er das nicht ersetzt. Ja, das kann, haben sie von Atom abgeguckt. Okay, dann hätten wir hier Step-Type Invalid. Okay, jetzt ist die spannende Frage. Läuft das Ganze? Wir haben leider keine Tests. Oh! Yes! Step-Type invalid. Sehr gut. Und jetzt wäre vielleicht hier noch schlau zu sagen, was für ein Step-Type Dollar Step-Type ist invalid. Damit man nämlich jetzt auch sieht, was es denn für ein Step-Type ist. Ja. Und dann kriegen wir hier Step-Type Rest is invalid. Das heißt, bei einem Case Rest, was machen wir denn bei einem Rest? Break. Müssen wir da nicht Node-Off schicken? Was haben wir denn davor gemacht? Nee, ich glaube, Node-Off brauchen wir noch nicht. Das wird jetzt, weil das haben wir doch das letzte Mal unterhalten. Es ist ein Unterschied zwischen Rest und zwischen Hold. Ja, das Play-Node ist ja im Moment so, dass wir ihm hier eine Länge in Millisekunden mitgeben, was Quatsch ist. Ja. Das dürften wir eigentlich, das Play-Node dürfte eigentlich nur Node-On machen und das Rest müsste das Node-Off machen. Ja. Aber schaffen wir das noch in 20 Minuten? Ja, ne? Wir versuchen. Ja, schaffen wir. Also Synthesizer. Studio Code dazwischen. Synthesizer, dann würde ich das hier umbenennen von P
Playnote in, sollten wir eine Playnote, eine Holdnote und eine Stopnote machen? Und die Holdnote ist halt einfach eine No-Op-Function? Wenn das technisch so stimmt, bei mir? Ja, bei einem Hold machst du nichts und bei einem Stopnote würdest du einen Note aufschicken. Okay. Ja, dann, ja. Okay, die lassen wir erstmal weg. Und wir bräuchten einen Stop-Note. Und das ist halt ein bestimmter Note-Value. Die Note anschlagen kannst du mit einer bestimmten Velocity. Die Note loslassen kannst du natürlich nicht mit einer bestimmten Velocity. Das heißt, hier hätten wir jetzt die Stop-Note. Mhm. Note-Parameters. So. Strike-Note kam von Christian. Finde ich auch einen schönen Namen, aber ich weiß nicht. Strike? Das klingt so wie, ich hau die Note. Ah. Ach so, anstatt Playnote. Ach so, guck mal. Aber. Ja, das ist auch der richtige Begriff. Ich habe gerade im Wörterbuch nachgeschlagen. To strike something heißt im musikalischen Kontext etwas anschlagen, einen Akkord oder Tasten. Ja, dann wäre es nämlich Strike und Release. Ja, sorry, ich hatte es für Stopnote als Alias verstanden. Deswegen dachte ich Strike im Sinne von erschlagen, dass es aufhört. Aber es macht natürlich, es kam mir ja dann selber. Ja, vollkommen richtig. Dann sind das die Strike-Note. Note-Parameters. Dann umbenennen. Wo sind jetzt die Play-Note-Parameters? Ja, die habe ich gerade umbenannt. Das sind die. Ach so, hier. Ja. Ja, ich bin schon wieder. Ach Gott, guten Abend. Oh, das Erste, was mir fehlt, ein Duplizieren. Ja. Bei Atom kann ich Command auf eine C, Datei. Ja, aber das ist halt praktisch, wenn du einen Rechtsklick drauf machst, sagst duplizieren. Und ja. Da gibt es auch bestimmt eine Extension für. Ah, ist dir übrigens aufgefallen, dass er dir jetzt die Renamings in allen Dateien vorgenommen hat? Siehst du Synthesizer, Playnote und so weiter, ist jetzt alles offen. Jetzt ist tatsächlich, jetzt kommt das Thema, das müsste ich mal angehen, dass er dir das auch automatisch speichert. Weil wenn du jetzt noch eine Änderung machst, dann macht das eben nicht mehr. Okay. Und eben da, das zweite Refactoring hat er dann dementsprechend jetzt nicht durchgeführt, weil er ja schon ungespeicherte Änderungen hatte und dementsprechend das halt nicht ohne. Ja, das ist jetzt sowas, das finde ich jetzt nervig. Ja, das gut, aber in deinem Atom hättest du jetzt auch in jeder Datei gehen müssen. Ja, das ist richtig, aber er macht mir halt nicht ungefragt 27.000 Dateien auf. Das stimmt. Vielleicht kann man das auch endlich mal abstellen. Warte mal, ich schau mal, ob es da ein Setting gibt. Gibt es da nicht was von Ratiofarm? Also es ist schon cool, dass das irgendwie, es derailt dich halt total. Ja. Weil du jetzt auf einmal an 27.000 Stellen Sachen ändern musst, die du zwar auch ändern möchtest, aber halt an die du vielleicht ein bisschen strukturierter rangegangen wärst, wenn jetzt nicht deine IDE gemeint hätte, ich mache jetzt einfach mal irgendwas für dich. Also es ist ja nicht irgendwas, es ist ja schon richtig, aber halt, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Wieso sind denn die Exports hier überall kaputt? Was haben wir jetzt hier für ein Problem? Release, ja. Das ist mir jetzt egal. Ich nehme dieses Release-Note gerade noch mal raus. Das ist gerade zu viel auf einmal. Mhm. Der Local-Synthesizer, das wäre dann jetzt hier Strike-Note. Und dann haben wir hier Strike-Note. Wir haben Strike-Note. Und genau, und hier entfällt nämlich jetzt die Length. Und hier das Note Off, das entfällt hier halt jetzt auch. Weil jetzt macht das Strike Note tatsächlich nur noch das Note On. Und das Set Timeout, das kommt jetzt nachher durch den entsprechenden Step, wo wir dann ein Release Note aufrufen. Mhm. Aber ja, okay, nee, nichts. Ich frage mich, ich bin gespannt, ob es dann gleich gelingt. Aber ja, wir sehen. Ja, ja. Okay. Aber wenn wir zum Beispiel zwei Schläge hintereinander machen, führt er die dann aus?
Oder ist es dann ach so, was? Wo quasi, wenn schon ein Node on aktiv ist, aber noch kein Node off kam und dann kommt ein neues Node on, das müssen wir mal ausprobieren. Das weiß ich tatsächlich auch nicht, wie sich das dann verhält. Ja. Ich vermute mal, es hängt vom jeweiligen Synthesizer ab. Okay. Aber das müssen wir gucken. Ja. So, jetzt sind wir hier durch. Jetzt wollten wir hier ein Strike-Node machen und die Length entfällt an der Stelle. Wäre natürlich jetzt wesentlich sinnvoller, wenn das hier auch nicht Node, sondern Strike hieße. Aber das ist jetzt gerade zu viel auf einmal, wie gesagt. Ja. Das, so, jetzt müsste ja eigentlich dadurch, dass wir keine, jetzt schicken wir ja keine Node-Offs mehr. Mhm. Jetzt ist erstmal die Frage, klappt das Ganze gerade irgendwie? Nö. Ja, den Rest musst du ja noch hinzufügen, weil das schmeißt. Ja, ja, aber er startet auch noch nicht. Unable to compile TypeScript in der Get-Synthesizers API in lib.http. Klick doch drauf. Oder? Geht's da? Kannst ach so, ja. Stimmt. Ja, okay. Das ist dann jetzt der Strike-Node-Body. Das gehört dann dahin. Und dann haben wir hier as Strike-Node-Body. Und dann ist das hier Strike-Node-Body. Und dann haben wir hier Strike-Node mit dem Strike-Node-Parameters. Das nächste Mal machst du ein Save-All und dann. Aber ich habe noch nichts gefunden, wie man das verhindern kann. Das ist tatsächlich, das ist, ja. Was haben wir jetzt hier für ein Problem? Ach so, weil es hier noch Play-Node. Ah, die Datei ist nicht umbenannt. Ja. Was übrigens eine total dämliche Sache in Atom ist, muss ich ja mal zugeben. Das Kontextmenü. Ja. Wenn du auf eine Datei klickst, hier links, und dann das Kontextmenü aufmachst, ist ja die Reihenfolge nicht immer dieselbe. Das ist nicht deterministisch. Echt? Das ist, also es gibt, also es ist nicht komplett zufällig, aber es gibt verschiedene Varianten, wie es sein kann. Und ich habe jetzt in, ich weiß nicht, 5, 6, 7 Jahren, die ich Atom benutze, nicht rausgefunden, welche Logik dahinter steckt. Das ist mega nervig, weil insbesondere der Search-Menüpunkt mal ganz oben, mal irgendwo weiter unten auftaucht. Ist total dämlich. Mhm. Und so. Das ist tatsächlich sehr komisch. Ich glaube, da war noch. Oh, hey. Okay, jetzt kommt. Step invalid. Ja, das heißt, wenn wir jetzt hier einfach mal sagen, Case Rest, und ich habe, das ignorieren wir jetzt einfach mal, ich habe auch gerade wahrgenommen, dass eben die Frage kam von Oliver, was meint ihr eigentlich mit Rest? Soll das nicht vielleicht eher ein Legato sein? Ja, da hast du recht, ja. Das wäre das Halten. Das Rest aktuell gerade wäre eigentlich das Release. Das ist irgendwie ein bisschen doof benannt, aber das, wie gesagt, gucken wir uns gleich an. Also, das heißt, wir, hoppla, falsches Fenster, so. Was haben wir denn jetzt schon wieder für ein Problem? Weil Property type does not exist on type never. Ich habe es gerade eben mir schon gedacht, weil du jetzt alle Types exhausted hast in dem Switch-Statement, gibt es das für TypeScript nicht mehr. Das kann nicht mehr passieren für TypeScript. Okay, dann müssen wir hier Default-Maker da auch. Ja, jetzt müssen wir sagen, also es gibt keinen Default-Case. Interessant. Der Drumcomputer macht das Richtige. Das heißt, der ignoriert die fehlenden Node-Offs. Ja. Der Basscomputer kommt damit nicht zurecht. Das heißt, wenn wir jetzt noch das Release-Node implementieren, dann sollte es wieder so klingen wie vorher. Aber die Hälfte stimmt ja schon mal. Die Hälfte stimmt. Okay, das heißt, wir sagen hier. Wobei das ja dann aber beim Basscomputer auch kein Release-Node ist, oder? Weil wenn da zwei Töne kommen, dann müssten wir dann für den Basscomputer vor jedem Strike nochmal ein Release machen, oder? Ich weiß es nicht. Lass es uns ausprobieren. Ja. Was ist jetzt hier das Problem? Ist für den Typ REST-Step nicht vorhanden? Uff. Okay, vielleicht ist das Ganze doch nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ja, jetzt ist, glaube ich, der Punkt. Okay, vielleicht sollten wir das Ganze jetzt nicht zwischen Tür und Angel husche-husche machen, sondern, also der Punkt ist, dass wir jetzt eigentlich in diese Definition hier reingehen müssten. Hier haben wir ja einzelne Patterns, die wir angeben.
so ein Pattern wird ja hier, also mit Bassdrum, wo die Kicks und so hinkommen, wo die Snare Drums hinkommen, das ist ja easy. Das, wie gesagt, funktioniert ja auch offensichtlich ohne die Note-Offs. Bei dem Bass-Pattern müsste man jetzt eigentlich hingehen und gucken, wenn, also jetzt bräuchte man halt eine Syntax, die jetzt sagt, wenn hier eine Note gespielt wird für so einen Step und danach, im nächsten Step kommt wieder eine Note, dann hast du recht, dann müsste man erst ein Note-Off und dann ein Note-On schicken, damit die, also das ist jetzt quasi, wenn ich jetzt, selbst wenn ich jetzt A, 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 A hintereinander, dass du dann ein bekommst. Wohingegen, wenn man das Ganze halten möchte, das wäre das Legato, was Oliver eben angesprochen hatte, man bräuchte quasi eine Special-Syntax, also sinngemäß sowas hier, was dann heißt, es ist keine neue Note, sie soll aber, hier soll auch kein Note-Off kommen, sondern es soll halt ein langgezogenes A sein. Ja. Ein Dü, 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 quasi so. Ja, aber ist es nicht einfach so, dass wir bei Strike-Note vor dem Strike ein Note-Off schicken könnten? Ja, aber das hier ist ja ein Rest, da müssten wir dann so gesehen auch ein Note-Off schicken, damit diese Note hier endet. Also, ja. Ja. Was machen wir bei einem Rest? Ja, aber wir müssen bei dem Rest, müssen wir wissen, welche Note wir beenden sollen. Und dazu müssten wir die Note aus dem Step davor kennen. Nein, wir brauchen Negative Look. Vielleicht ist das so gesehen doch nicht so eine dumme Idee, bei der Length zu bleiben, dass man, na, wobei, da muss man einen Forward-Lookup machen. Hm. Könnte man vielleicht die vorangespielte Note irgendwie Also nur um es gerade mal zu machen, wenn wir jetzt hier, achso, wir können gerade kein Release-Note machen. Ja, man müsste die vorangespielte Note, das Problem ist, dass du ja im Pattern eventuell in dem Pattern im Takt vorher gucken musst. Ja, ja, deswegen würde ich das auch gar nicht mich hier mit einem Look-Ahead im Array machen, sondern ich würde vielleicht einfach die vorangegangene Note zwischenspeichern und die dann halt wieder reingeben. Das kann ja letztendlich sogar, wenn du mal in die Handle-Steps gehst, könnte die Handle-Steps sogar von sich aus machen. Dann müsste sie sich quasi merken, pro Track, was ist denn der letzte Step gewesen? Ja. Also man bräuchte ein Lookup. Also man macht hier eine Note, also man schlägt eine Note an. Dann merkt man sich, für den und den Track ist die und die Note aktiv. Wobei das natürlich noch mal komplizierter wird, weil das können ja für einen Track auch mehrere Noten aktiv sein. Bei einem Akkord. Und, Oder der Synthesizer merkt sich das. Dass wir die Info beim Synthesizer, gibt es ja die Strike-Note, könnte man da nicht auch eine Funktion haben, die. Aber du kannst den gleichen Synthesizer auf mehreren Tracks liegen haben. Also, ich glaube, dass wir an der Stelle nochmal, das ist jetzt irgendwie ein bisschen schade, dass wir da jetzt gerade so jetzt kurz vor knapp an die Stelle kommen, aber ich glaube, dass wir an der Stelle gut beraten sind. Jetzt haben wir eigentlich das gemacht, was wir seit 8 Wochen vorhatten. Nämlich, wir haben den Song und den Player und das alles mal vernünftig auseinandergezogen. Wir haben das alles feingranularer gestaltet und wir haben es im Prinzip so gemacht, dass man das Ganze sauberer sozusagen, jetzt brauchen wir übrigens auch dieses Invalid Step Type, doch nicht, dass man das Ganze theoretisch jetzt auch sauberer testen könnte. Also Tests haben wir ja immer noch irgendwie nicht so wahnsinnig viele, aber prinzipiell wären wir jetzt an dem Punkt, wo das mal ginge. Und jetzt könnte man hingehen, also jetzt ist, glaube ich, die nächste Iteration angesagt, wo wir jetzt sagen müssen, okay, wir haben bisher, wir sind halt von Drums ausgegangen. Für Drums funktioniert das ja jetzt auch gut. Ja. Und jetzt müssten wir eigentlich hingehen und an der Stelle hier nochmal anfangen. Und wir müssten jetzt eigentlich den Basscomputer mit ins Spiel bringen, weil man jetzt eben auch Töne loslassen können sollen muss. Und bei der Gelegenheit sollte man sich auch direkt überlegen, wie man polyphon ist. Weil wenn man jetzt wenn man jetzt einen Akkord spielen will, dann brauchst du halt mehrere Töne gleichzeitig auf demselben Step. Und dann kann es ja sein, dass du manche dieser Töne in den nächsten Step legatomäßig halten willst und andere sollen aber aufhören. Weil, was weiß ich, von drei Tasten, die du bei einem Akkord anschlägst,
zwei für den nächsten Akkord gleich bleiben, aber die dritte wechselt halt. Verstehe. Irgendwie ja. sowas. Und ich glaube, ja. da müssen wir uns jetzt erstmal überlegen, wie wir das Ganze ausdrücken wollen in einem Pattern, bevor wir das jetzt versuchen, irgendwie auf Biegen und Brechen da auf die Schnelle reinzufummeln, was dann nachher ja. weder durchdacht ist und dann doch nicht so hundertprozentig passt. Stimmt. Ich vermute auch, dass es irgendwo im Step dann zu verorten ist, ne? Ja. Also, dass wir im Step ja. diese Infos mitgeben können und dass die Handle-Step, sie heißt ja auch so, darüber Bescheid weiß und dann weiß, ja. wie sie damit umzugehen hat. Und das ist aber das Schöne, dass wir das jetzt hier an einer echt coolen zentralen Stelle haben. Ja. Weil wir ja. jetzt im Prinzip Steps und Handle-Steps miteinander verheiraten können. Ja, ja. Cool. Wir haben jetzt irgendwie eine ganze Menge Kommentare noch überlesen. Ich fange mal an bei, ist eine Viertelstunde, nee, ist schon länger als eine Viertelstunde her. Ich fange mal vor 20 Minuten an. Matze hatte gesagt, Golo, Soundcloud-Link, please. Bekommst du, sobald wir irgendwann mal einen haben? Aktuell gibt es dazu sogar noch nichts. Unser Justizminister hat eine Soundcloud. Oder? War es der Justizminister? Der Buschmann? Ja, ich glaube. Der hat einen Soundcloud-Account? Okay, keine Ahnung. Ist an mir vorbeigegangen. Also von daher, aktuell gibt es da keinen Soundcloud-Account, aber wo man sich das Ganze bislang angucken kann, und die Frage kam nämlich auch gerade, Oliver hatte gefragt, ist der Code auf GitHub? Das ist ein cooles Lernprojekt. Ja, der Code ist auf GitHub. Und zwar, also was wir jetzt nicht dazu gesagt haben, weil wir uns auch nicht jedes Mal wiederholen wollen, aber jetzt an der Stelle ist es vielleicht gut, das gerade mal zu sagen, weil ja auch immer mal jemand Neues mit oder neue Teilnehmer und Teilnehmerinnen dazukommen. Die Synthesizer, die ihr hört, also das ist das, was man hier so ein bisschen ansatzweise hier links neben mir sieht. Da steht ein bisschen mehr noch an Geräten. Hier rechts steht auch noch ein bisschen was an Geräten. Und da hinten, das sieht man jetzt auch nicht, aber da hinten steht auch noch was an Geräten. Und das Ganze sind Roland-Synthesizer. Das ist ein System 8. Das ist ein großes Keyboard, großer Synthesizer, wo du halt Klänge selber, also klassischer Synthesizer halt, der steht da hinten. Das System One ist das gleiche, nur in klein. Das ist das, was ich hier auf dem Tisch rechts von mir stehen habe. Die TR8, das ist der Drumcomputer. Das ist das Einzige, was man wirklich sieht, das, was hier unten so blinkt. Die TB3, das steht daneben. Das ist ein Basscomputer. Ich habe noch eine zweite TB3, die steht auch da hinten. Und das MX1 ist das Mischpult. Und all diese Geräte, die sind aus der Aira-Serie von Roland. Und die Aira-Serie, also ich mag die Geräte einfach sehr, sehr gerne. Der zweite Punkt ist, diese Aira-Geräte, weil die halt aus derselben Serie sind, passen die natürlich irgendwie alle gut zusammen, haben alle eine ähnliche Logik, wie sie bedient werden, wie sie funktionieren. Und was ich sehr angenehm finde, ist, du kannst die ganzen Aira-Geräte einfach mit einem USB-Kabel an das Mischpult anschließen. Und du brauchst dich nicht um Audio-Kabel und MIDI-Kabel und den ganzen Krempel zu kümmern. Du hast nur ein USB-Kabel und das war's. Und das ist halt echt bequem. Also USB und Strom. Das ist, damit hast du halt nur 5 Kabel auf dem Schreibtisch liegen und nicht 20. Und das ist halt auch ein Riesenvorteil. Drawback an der ganzen Geschichte ist natürlich, weil das Hardware-Synthesizer sind, dass dieses Projekt, was wir da gerade bauen, es ist auf genau diese Roland-Synthesizer ausgelegt. Und es funktioniert halt aktuell nur so, wenn man halt diese Synthesizer hat. Die musst du halt in Hardware rumstehen haben. Du musst sie auf den richtigen USB-Ports verdrahtet haben. Und so weiter. Das heißt, das sieht man hier am Anfang auch so ein bisschen. Hier wird also das Mischpult angesteuert, was gleichzeitig das Audio-Interface ist. Und da wird eben hier gesagt, an welchem USB-Port, auf welchem MIDI-Kanal hängt denn welcher Synthesizer. Und also so ist dieses Setup. Und also die braucht man, das kann man theoretisch auch natürlich mit einem anderen MIDI-Interface, mit einem anderen Audio-Interface bauen. Sollte nicht so ein Riesenstress sein, das umzubauen. Man kann da natürlich auch Software-Synthesizer hinten dranhängen. Also wer irgendwie ein Ableton oder ein Logic oder ein Cubase als Sequencer-Software hat und dann da VST oder AU-Plugins starten will für zum Beispiel ein Serum-Synthi, das ist ja so ein recht bekannter, verbreiteter Synthesizer, auch das sollte man dahinter hängen können, muss man dann halt nachher gucken, so mit ein paar Control-Messages, ob das passt. Aber prinzipiell geht das damit. So, und langer Rede, kurzer Sinn. Das Projekt, also weil wir halt mit diesen Aira-Synthesizern angefangen haben, deswegen heißt das ganze Projekt Aira. Es liegt auf GitHub unter github.com/thenativeweb/Aira. Dort liegt der Quellcode. Und es gibt auch das Ganze als NPM-Modul auf NPM, bringt halt aktuell nicht so wahnsinnig viel. Und wichtig ist halt, dass wir aktuell nicht im Main-Branch am Arbeiten sind, sondern, wie man halt hier sieht, am Refactor-Song-Branch. Das heißt, der ist ein ganzes Stück
weiter vorne aktuell als der Main Branch. Das werden wir dann bei Gelegenheit auch mal wieder mergen. Also ich denke, sobald wir das mit dem Noten releasen und halten drin haben, würden wir das Ganze dann mergen. Wir haben den Link auch gerade noch mal in den Chat gepackt. Das heißt, da findet ihr das. Weil die Frage kam, kennt ihr eigentlich die Multicursor-Funktion? Ja, absolutes Lieblingsfeature von mir bei Atom. Habt gesehen, bei Visual Studio Code existiert das auch, und zwar mit genau der gleichen Tastenkombination. Sehr coole Sache. Haben wir auch heute in ein paar Varianten ausprobiert. Also das ist sehr schön. Genau, dann halt ja, Polyphon hatten wir angesprochen. Genau, Christian hatte noch geschrieben, ergibt ja auch Sinn, die Zeit, wie lange der Ton klingen soll, ist bei einer Trommel auch nicht so spannend. Yep, das ist, prinzipiell bin ich bei dir. Einzige Ausnahme, die Hi-Hat. David, du als Schlagzeuger, ne, also es ist ein Riesenunterschied, ob du die Open-Hi-Hat anschlägst, die dann so klingt, oder ob du die Open-Hi-Hat anschlägst und direkt danach zumachst, dann hast du dieses also da macht es schon einen Unterschied. Kannst auch bei Crashbecken. Stimmt, du kannst ein Crashbecken ja einfach mit, ja, dafür gibt es keine Taste auf dem Computer, aber stimmt, oh, du kannst das Crashbecken einfach anfassen, ja, stimmt. Ja. Und genau, weil Matze noch gefragt hatte, soll das ein Step-Sequencer bleiben? Ja, also das ist schon der Plan, dass du halt deine Patterns programmierst, dass du das Ganze als Song dann zusammenbaust und das Ganze dann ablaufen lassen kannst. Aber es soll ein interaktiver Step-Sequencer werden, wo du also theoretisch, ich hatte ja vorhin schon mal angesprochen, dass so ein Song auch, wenn er halt durchgelaufen ist, nicht einfach abbricht, sondern dass die so und so viel letzten Takte als Loop einfach immer weiterlaufen. Und die Idee ist, dass man dann live über eine UI, die wir irgendwann mal bauen werden, das haben wir auch schon seit einem Dreivierteljahr vor, dass man über eine UI sich neue Patterns zusammenbauen kann und die dann quasi an den Server schicken kann, der das dann in den Song übernimmt und dann sozusagen die nächsten 8 Takte hat und damit den Song weiterlaufen lässt. Und also insofern, das ist so die Idee. Genau, das Ganze läuft alles per MIDI. Das insofern, genau, kann man das auch, hatte ich ja eben gesagt, mit VST-Plugins, Ableton, Logic, Cubase und so weiter, kannst du alles anbinden. Ein paar Dinge wird man anpassen müssen, aber im Prinzip ja schon. Also es ist nicht der Riesen-Act, das Ganze anzupassen. Und ja, okay. Punkt für dich, Christian. Ich schrieb deshalb auch extra Trommel und nicht Becken oder so. Ja, hast du natürlich recht, bei einer Bass oder bei einer Snare ist es egal. Tatsächlich, die hat halt ihre Länge, wie sie halt dauert. Bei einem Becken oder sowas ist das natürlich was anderes. Insofern hast du recht. Genau, Bert hatte noch darauf hingewiesen, man kann sich über Extensions die Atom Shortcuts in Visual Studio Code laden. Das ist cool. Ist aber was ich persönlich, glaube ich, nicht machen werde, weil man dann, wenn man an einem anderen Rechner sitzt mit Visual Studio Code, du dich null zurechtfindest, weil da halt, also ein anderes Theme kann ich ignorieren. So, das muss mir nicht gefallen, aber damit komme ich zurecht. Andere Shortcuts sind extrem nervig. Und das, finde ich, ist halt, deswegen mag ich, also ich mag prinzipiell sehr gerne auch sehr viel Pair-Programming und so. Und wenn man dann immer mal wieder zwischen Rechnern hin und her wechselt oder über Screensharing halt wechselt, dann ist das ultra nervig, wenn unterschiedliche Leute zwar dieselbe IDE oder denselben Editor haben, aber mit einer deutlich unterschiedlichen Konfiguration, zumindest im Hinblick auf die Tastatur. Insofern, also cool zu wissen, würde ich persönlich, glaube ich, nicht machen, sondern mich dann eher an die IDE versuchen zu gewöhnen. Jo, was wir noch machen sollten, glaube ich, ist, dass wir noch so ein paar, wie das letzte Mal, so ein paar To-Dos festhalten, was so die nächsten Schritte wären, dass wir das nächste Mal so ungefähr wissen, wo wir weitermachen wollen. Und wir müssen das Ganze einmal noch committen. Um das Ganze gerade schon mal anzusprechen, der nächste Livestream wird wieder an einem Mittwoch stattfinden, nämlich heute in 3 Wochen, am 23. Februar, wieder um 18 Uhr. Wie bitte? Mir fällt gerade auf, wie missed the opportunity, das am 22. Februar zu machen. Um 22.22 Uhr. Ja, zum Beispiel. Und einen Livestream zu machen, der 22 Stunden und 22 Minuten geht. Stimmt. Aber ich habe ja vergessen, am 22. heiraten ja alle. Und dann ist ja niemand hier im Livestream. Ja.
Genau. Nee, also von daher, das ist das, ja. Das ist Datum, 23. Februar. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal unsere Vorbereitung für das nächste Mal. Und da bietet sich ja wahrscheinlich diese Stelle hier ganz gut an, weil wir hier diesen angefangenen Rest-Case haben. Und da könnten wir wahrscheinlich einfach mal unsere To-Dos unterbringen. Also, To-Do Nummer 1. Wir haben im Moment so einen Mischmasch zwischen Strike und Node. Also wir haben Strike versus Node aufräumen. Punkt Nummer 2. Wir haben REST versus Legato aufräumen. Also einfach vom Naming her. Dann haben wir Strike, Legato und Release. Beziehungsweise im Moment ist es REST versus Release. Das ist eigentlich richtiger. Und dann hätten wir Strike, Release und Legato implementieren. Und dafür müssten wir dafür nochmal Patterns und Steps überdenken. Ob das so alles so passt oder wie wir das gegebenenfalls anpassen müssen. Und dann müssen wir das im Grunde genommen hier reinbringen und last but not least gucken. Gucken oder Test schreiben. Demo-Song wieder ans Laufen bekommen und Tests schreiben. Das wären so ungefähr die Punkte, oder? Dann versuchen wir doch mal, das Ganze zu committen. Weil die Frage gerade kam von Samus, ob wir Erfahrung mit WebStorm haben. Wenn ja, wie finden wir die IDE? Ich nicht. Ich habe vorhin gesagt, ich halte aber sehr große Stücke auf die Fähigkeiten von JetBrains, was das Refactoring angeht. Und insofern wäre es für mich persönlich mal spannend, mir auch mal WebStorm anzuschauen. Ich habe WebStorm vor Jahren verwendet und war ziemlich großer Fan. Und ich habe es vorher auch schon mal gesagt, gerade die Refactoring-Features, die werden nicht schlechter geworden sein. Von dem her wird es vermutlich ziemlich cool sein, aber ich nutze es auch nicht mehr. Das klang gerade so schön so. Also ich habe WebStorm vor Jahren verwendet und ich fand es richtig gut und deswegen benutze ich es nicht mehr. Ich verwende es nicht mehr, weil ich dann aufgehört habe zu entwickeln für 2 Jahre und dann keine Lizenz mehr von meinem damaligen Arbeitgeber bekommen habe. Und als ich wieder eingestiegen bin, keine Ahnung, habe ich mir gedacht, ich kaufe doch jetzt keine Lizenz. Und dann bin ich bei Visual Studio Code gelandet. Und dann habe ich das irgendwann so toll konfiguriert gehabt, wie ich es jetzt habe. Und dann fällt mir der Absprung da jetzt wieder eine neue Idee zu schwer. Ja, verständlich. Okay, dann ist ja dann, nicht jeder so mutig wie du heute. Ja, wart mal ab, wie es in 3 Wochen aussieht. Ich meine, bis dahin habe ich ja noch ein bisschen Gelegenheit, damit noch ein bisschen rumzuspielen. Und dann habe ich ein paar mehr Eindrücke. Und bis dahin werde ich, glaube ich, eine Meinung haben, eine etwas fundiertere Meinung. Also entweder habe ich Visual Studio Code dann noch und ich finde es cool, oder ich bin wieder bei Atom gelandet. We'll see. We'll see. So, einfach nur, um es einmal gemacht zu haben. Das Erste, was du hier machst, ist oben bei den Icons auf das Tree-Icon zu klicken. Das hier? Ja, ja. Damit du hier die Ordnerstruktur hast. Okay. Alles andere ist, oh, ich verstehe nicht, warum das die Default an sich ist. Die Icons erschließen sich ja mal überhaupt nicht. Was ist das hier? Das ist ein Commit machen? Das Häkchen. Aktualisieren. Push, okay. Achso, und hier muss ich jetzt meine Commit-Message eingeben und dann auf den Haken die Änderung stagen. Drücken. Also jetzt nichts sagen. Okay, ich kann auf das Plus, das habe ich so wahrscheinlich. Warum steht da unten jetzt Änderungen? Achso, weil es jetzt keine Änderung. Achso, gestagte Änderungen und okay. Und dann würde ich jetzt sagen, was haben wir denn heute eigentlich gemacht? Wir haben im Prinzip das Create Player aufgeräumt. Ja. Bert meint, ich hätte eine fragwürdige Ansicht. Was meinst du jetzt mit dem? Kannst du ja gleich noch mal erklären, was du damit meinst. Also hier diese Git-Ansicht, dass man da die Ordnerstruktur sehen will, oder geht es um meine Haltung zu Sellerie? Wie ist denn eine Haltung zu Sellerie? Ziemlich lecker. Esse ich auch gerne roh. Okay. Das wird dann die nächste Folge.
Sellerie, ja, roh oder paniert. Okay, dann mache ich jetzt einen Commit, nehme ich an. Ja, ja. So, und jetzt sagt er, okay, Änderungen synchronisieren. Durch diese Aktion werden Commits per Push in bzw. per Pull aus Origin Refactor Song übertragen. Okay, gut, das ist, glaube ich, was, wo ich keinen Bock drauf habe. Ich habe benutzt seit Jahren keinen grafischen Git-Client, weil ich das auf der Kommandozeile schneller bin. Da habe ich auch keinen Bock drauf, dass jetzt da, also zumal ich die UI irgendwie auch nicht intuitiv finde. Möchten das einzig Gute dran ist, mach noch mal eine Änderung, das einzig wirklich Gute dran ist, und dafür nutze ich es. Also mach noch mal bitte eine Änderung in Zeile 16. Was ist das denn für eine doofe Frage? Möchten Sie Code, also das mit Code, Visual Studio Code, muss man auch erstmal verstehen. Möchten Sie Code regelmäßig Git Fetch ausführen lassen? Nee, warum sollte ich das wollen? Also das will ich, da will ich doch wissen, wann ich das mache und nicht einfach im Hintergrund, es passiert halt irgendwann mal. Dann drück halt Nein und reg dich nicht auf. Ja, komisches Feature. Ich sollte eine Änderung in der Datei machen. Ja, und jetzt in dem Änderungsview klick da drauf. Wo drauf? Ja, auf die Datei. Und du kriegst halt hier sofort so ein schönes Diff. Das finde ich tatsächlich das ziemlich cool. Das ist schön, das stimmt, ja. Und dann könnte ich es hier jetzt auch rückgängig machen. Genau. Ja. Mhm. Das ist ganz cool an dem. Ja, das stimmt, das ist nicht schlecht. Wenn, dann Brokkoli. Brokkoli ist auch so, aber den würde ich nicht roh essen. Ah, Bert hat es konkretisiert. Hab immer das Gefühl, dass die Treeview so viel Platz wegnimmt. Pass auf, jetzt werde ich schnippisch, nur wenn deine Commits zu groß sind. Aber ja, ich weiß, wie es gemeint ist. Also, ja. Es war tatsächlich eben, ich habe auch gedacht, so, also ich meine, das ist ja auch keine großartig andere Treeview als hier. Aber ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ja. Ja. Ja, schöner Schlusssatz. Wenn man Visual Studio Code mag, kann man vermutlich auch Sellerie roh mögen. Durchaus. Ja. Okay, damit, warum ist das jetzt rot? Es ist doch jetzt nichts mehr geändert. Wegen dem To-Do, ESLint. Ach, das ist nicht die, okay. Ja. Änderungen sind orange. Ah, okay, letzte Frage. Das ist ja cool, dass er das einfärbt, aber ein bisschen doof, dass das nur dann ist, wenn die Datei offen ist. Normalerweise, wenn sie mal offen war, bei mir bleibt es dann, auch wenn ich sie wieder schließe. Weil bei mir ist jetzt schön alles weiß. Ah, super. Das heißt, da will ich jetzt auch nicht ewig rumsuchen, aber das wäre jetzt ja sowas wie Linting Errors, Keep Linting Errors oder sowas. Errors, ich weiß es nicht. Lint. Jetzt pass mal auf, ist das bei mir auch, wenn ich jetzt den Create Player schließe? Ah ne, du hast recht, das wird dann weiß. Das ist ja hässlich. Also wird vielleicht Performance-Gründe haben, dass er im Hintergrund nicht ständig das ganze Projekt irgendwie scannen muss. Ja, deswegen dachte ich, wenn man es mal auf hatte, dass es sich dann merkt, aber ja. Oh, mein Hals. Na gut, wie dem auch sei, dann halt nicht. So. Ja. Jetzt können wir das mit dem Sellerie auch ausblenden. Kommen wir mal so langsam zum Ende für heute. Ich fand's sehr kurzweilig, muss ich erstmal sagen. Und ich bin positiv überrascht. Also auf ein vernünftiges Team zu wechseln, wirkt wunderbar. Don't judge a book by its cover. Und schon gar nicht, wenn du das Cover verändern kannst. Ja. Ja. Wie viel habe ich denn jetzt deiner Meinung nach von den coolen Features gesehen? Ja, schon ein paar. Also ich glaube gerade dieses, was du wahrscheinlich gemerkt hast, das feiere ich ja auch, diese Konfiguration und dass das echt so leichtgängig ist, das ist auch was ich sehr mag. Also dieses Auto-Completion in dem JSON, dass man sich da nicht durch irgendwelche Menüs und Submenüs und so landen muss, das ist schon verdammt viel wert. Ja. Und die Refactoring-Sachen hast du jetzt auch kennengelernt. Ja. Und ja, also ich glaube, das sind schon so ein paar mächtige Sachen, die VS Code durchaus mitbringt. Aber es gibt natürlich noch einen Haufen mehr. Ja, gut, ja, also klar, vieles kommt dann auch so irgendwie im Alltag, aber genau, ja. Also ich kann mir vorstellen, also klar, es fehlt jetzt so ein bisschen so das Flüssige im Umgang mit den Sachen. Ich werde natürlich schon noch das ein oder andere mal suchen müssen, aber ich glaube schon, dass wenn man sich da mal ein bisschen dran gewöhnt hat, wenn man vielleicht auch noch den ein oder anderen Tastatur-Shortcut kennt, wenn man vielleicht auch noch die ein oder andere Extension kennt, also Bert hat ja auch gerade noch geschrieben, es gibt dafür auch eine Extension Better To Do oder so ähnlich. Hab ich auch. Und ich glaube, wenn man da noch so ein bisschen was gefunden hat, also auf der einen Seite will man sich
Visual Studio Code nicht zumüllen mit 300 Extensions. Das ist irgendwann ist auch zu viel des Guten. Aber wenn man da einfach eine gute Balance, sage ich mal, findet zwischen komfortabel und nicht zu wenig und komfortabel, aber nicht zu viel, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das ein ganz produktives Arbeiten damit ist. Und es ist tatsächlich, wenn man so ein paar Einstellungen mal vorgenommen hat, die man halt doof findet, wobei vieles davon ist ja auch persönliche Präferenz mit welche Schriftgröße, wie stark soll der Baum eingerückt sein und so, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man damit ganz gut arbeiten kann. Also wie gesagt, von daher in 3 Wochen wissen wir mehr. Cool. Last but not least. Vielen, vielen Dank an euch alle, die ihr heute Abend mit dabei wart, die ihr mal wieder Zeit mit uns verbracht habt. Es hat echt viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die tollen Kommentare, Anregungen, vor allem auch für die Hilfestellung im Zusammenhang mit Visual Studio Code und so die ganze Unterstützung. Und ja, es war wie immer ein sehr, sehr schöner Stream. Wie gesagt, der nächste Stream am 23. Februar, also heute in 3 Wochen, wieder am Mittwoch. Wenn ihr wollt, wir würden uns sehr freuen, euch wiederzusehen, euch wieder begrüßen zu dürfen. Und ja, in dem Sinne, dann bleibt uns eigentlich, glaube ich, nur noch zu sagen, einen schönen Abend euch allen. Und ja, wie immer, bleibt gesund, passt gut auf euch auf. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Schönen Abend. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.